Haha, <laughs> schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schreiben das Jahr 2020 und wir unterhalten uns immer noch über das Wichtigste bei der Softwareentwicklung, die Datenhaltung. Ist das nicht verrückt? Ja, dass wir uns darüber immer noch Gedanken machen müssen. Aber dafür haben wir die ideale Lösung mit NoSQL. Ich hoffe, ihr wart auch bei dem letzten Mal dabei. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr schon für eine Erfahrung habt mit der MongoDB. Wart ihr bei dem letzten Mal dabei? Arbeitet ihr vielleicht aktuell damit? Ja, also ich selber werde jetzt erstmal ein paar Altenheime halten. Ja, ich bin schon voll auf MongoDB. Euch wird der Gregor gleich mehr zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Wuha, es hat sich sehr viel getan. Ich habe sehr viele E-Mails von euch bekommen. Die Kanäle sind immer etwas mehr gewachsen und das hat mich natürlich tierisch gefreut. Ja, damit hat sich die Arbeit gelohnt. Am allerschönsten ist es natürlich, wenn ich sehe, dass jemand mit dem neuen Wissen, was ich über meine Kanäle gebe, ja richtig tolle Sachen aufzieht und entwickelt und programmiert. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Meetup-Gruppe gemacht, My Coding Zone. Und da sind ja wahrscheinlich einige dabei, oder? Und dann auch noch regional aus, der, aus Nürnberg oder aus der Nähe von Nürnberg. Ja, wenn da jemand dabei ist jetzt, dann ruhig in den Chat schreiben. Für mich ist auch ganz wichtig, wer hat denn bereits schon Erfahrung mit der MongoDB? Wir haben das letzte Mal, habe ich eine Einführung gegeben, wo wir uns damit beschäftigt, beschäftigt haben, was sich hinter diesen dokumentenorientierten Prinzipien schon mal verbirgt und wie man das dann mit... .net und c Sharp anzapfen kann. Wir werden auch noch mal einen eigenen Stream machen, wo man wirklich schön mit Node.js zum Beispiel damit arbeiten kann. Ist noch mal etwas eleganter. Und, und TypeScript und alles, was dazu gehört. Ähm, genau. Ja, geil. Node.js schreiben sie schon in, in, in Chat rein. Super cool. Dann, ja, wer, ich, ich sehe ein paar, die haben schon so eine Einführung. Ja, der hat ja... Was jetzt so im Chat ist. Hans-Jörg, Bios ist wieder dabei. Geil, Buggers IO, Hey, Peter, ist äh, ja anonym hier. Entschuldigung. <laughs> Magic Games ist auch wieder dabei. Ja, ich, ich wechsle bei den Screen, dann können wir es ein bisschen mehr sehen. Jetzt, ja, ich habe nämlich gar nicht, äh, gar keinen Chat eingebunden bei der anderen Sichtweise. Ja, ah ja, und dann habe ich noch mal einen äh, Discord-Kanal eingerichtet. Wobei ich sagen muss, ich habe davon noch erstmal gar keine Ahnung. Ich habe das einfach mal eingerichtet. Ich glaube, ihr könnt euch da draufschalten und man könnte sogar miteinander sprechen. Ähm, keine Ahnung, wie es klappt, ja. Kann, kann Übles passieren, schauen wir mal. So, ja, MongoDB. Also, einen kompletten Einstieg werde ich nicht bringen. Ich werde aber eine kleine Orientierung bringen für die Leute die damit einfach da noch nichts zu tun hatten und dass man ein bisschen mehr versteht, was sich hinter diesem NoSQL-Konzept verbirgt und hinter diesen Dokumenten orientierten. Und ich habe ein paar Kleinigkeiten dabei, die dürften die fortgeschrittenen Entwickler vielleicht da noch nicht sehen, weil sie das mit Sicherheit vielleicht nicht so ausgereizt und genutzt haben, was halt noch möglich ist. Und da stürzen wir uns jetzt schon drauf. Gut. Ja, ich habe hier bei mir, zack. Unter Docker gibt es übrigens ja auch ein ganz eigenes äh, Video, findet ihr dann auf YouTube. Äh, ein Einstieg in Docker habe ich euch auch schon gegeben. Ach, was macht denn ich? Äh, muss nochmal das Video anschauen. <laughs> Docker PS. So, ich habe rangezoomt, da schaut das Ganze komisch aus. Ich habe Mongo wieder gestartet über Docker. So, f f bla bla bla. Ach, was macht denn ich? Und Bash will ich damit starten. So, jetzt. So. Ja, befinde ich mich ähm, in meinem Container zur MongoDB. Bin jetzt auf deinem DC. Yeah, hattest du das nicht sogar angetriggert, Magic Games? Hast du nicht gesagt, äh, hast du nicht sowas? Ja, cool. Erklärt mir mal, wie das, wie das mit Discord richtig läuft. Wahrscheinlich können wir da auch echt miteinander reden. Keine Ahnung. Okay. Ähm, ja. Mongo, wenn ich eingebe, das ist ja die Mongo Shell, basiert ja auf einer JavaScript-Engine namens Spider Monkey. Das kennen wir aus der Mozilla-Gruppe, von denen gibt es ja hier Firefox und so hat das Ganze integriert. Ähm, es ist allerdings auch ein bisschen eingeschränkt, also es ist hier nicht dafür gedacht, dass wir solche Anwendungen bauen können, was wir mit Node.js gewohnt sind, dafür ist es nicht gedacht. Ein paar native Befehle haben wir. Wenn ich DB eingebe, dann sehen wir, wir befinden uns in einem Namespace-Test, also einer... einer Virtuellen Testdatenbank, die gibt es noch gar nicht. Ja, schau DB, DB ist natürlich, und da sehen wir, habe ich ganz viel von irgendwelchen Sessions, wo ich hier schon was erzählt habe. Und da ist es vom letzten Mal noch, ja, Livestream. Wer sich das angeschaut hat, ja, da finden wir nochmal Daten. Jetzt müssen wir fast schon Teil 2 machen, weil DB und dann, äh, ah ne, Use, und jetzt machen wir Livestream 2 DB. Und zack, wir befinden uns hier auch wieder bei einer virtuellen Datenbank, die noch gar nicht echt persistiert wurde. Ja? Wir sehen sie nicht in der Liste. Schau, DBs, ihr seht, es ist kein Livestream 2 dabei. Ja, und äh, das haben wir. Und, und das ist übrigens, was ich so liebe am Mongo. Du kannst erstmal mit ihr so arbeiten, wie du sie brauchst. Und am Schluss legt sie sich dementsprechend genauso fest. So, DB ist ja jetzt also unsere ähm, Verknüpfung zu unserer virtuellen Datenbank. Und jetzt können wir auf so eine Tabelle zugreifen. Wobei in der neuen SQL-Welt heißen die nicht Tabellen, sondern Collections. Was machen wir denn da wieder? Um, peoples uh, oder Customers besser. Customers. Und dann will ich einen Datensatz hinzufügen. Und jetzt kommt der erste Befehl, der wirklich auch aussieht wie ein JavaScript-Befehl. Die runde Klammer öffnet sich und schließt sich. Unser erster Datensatz, den wir anlegen, ja, haben wir hier. Name ist gleich? Ähm, Magic games.de. Ja, der ist wieder schön aktiv. Zack und das hat jetzt funktioniert. Der hat das ganze abgespeichert und wenn ich jetzt nachschaue, dann sehen wir, dass das ganze tatsächlich persistiert wurde. Es existiert jetzt wirklich. Ich kann auch sagen, schau collections und dann sehe ich, wir haben jetzt customers, also DB customers find und Find ist sozusagen der Befehl, um Daten zu ermitteln. Wenn ich nichts mitgebe, ist es so etwas wie ein Select-Stern from. Und wir haben den allerersten Datensatz. Okay? Was wir nicht gemacht haben, und der hat das automatisch gemacht, wir brauchen natürlich immer für unser Root-Dokument eine ID. Ähm, und hier hat er Object-ID genommen. Ich werde nicht alles jetzt hier so als eine Einführung geben, das haben wir öfters jetzt schon bei den anderen Kanälen gesehen. Sondern, um was es ja heute geht, ist ja diese krasse Nummer hier. Ich kann ja jetzt einfach hier dazu batzen oder was machen, was ich möchte. So, machen wir hier einfach mal Company. upsala Company. Wuff. GmbH. Jetzt, komm. Und er erlaubt es ebenfalls. Okay, der sagt nicht, ey, Moment mal, du hast aber jetzt Name vergessen. Sondern, ich kann ganz unstrukturiert irgendwelche Datensätze reinwerfen. So, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist, das kann gewollt sein, dass wir so unstrukturiert etwas ablegen. Es ja? soll für uns wie so eine Festplatte sein und wie eine Logfile und wir klatschen einfach Zeile für Zeile ähm, neue Infos hinzu. Aber das wollen wir natürlich nicht hauptsächlich in unserer Enterprise-Anwendung. Das bedeutet, da ist unser Datenschema, das dahinter steckt, unser da unsere Datentypen in C-Sharp, Datenklassen, Pocos, Entities. Oder in JavaScript sind es ja TypeScript-Interfaces. Gut. Äh, das schon eine wahnsinnig gute Kontrolle bietet. Das heißt, wir selber kümmern uns um diese Schemaüberprüfung und nicht mehr die Datenbank. Was wir damit, was, äh, was dahinter das Passwort ist, heißt ja schemalos, also schemeless. Ja, und wir wissen, ähm, das ist nicht so ganz wahr. Es ist nicht unbedingt schemalos, sondern. Es ist einfach datenbankseitig keine Validierung. So und ähm, klassischerweise bei der dokumentorientierten Programmierung soll man alles, was zusammengehört zu einem Use Case, auch so abspeichern. Okay? Das bedeutet, ich kann natürlich jetzt ähm, noch mal ein neues Dokument hinzufügen. Und ähm, so, jetzt bin ich nicht mehr so kreativ. Wuff, blub und du kriegst jetzt von mir noch mal. Oh Gott. Uh, Products. Okay. Um, und wir geben dem jetzt Kinderelemente, ja. Eine 1 zu N Beziehung. Das heißt, ich könnte ihnen hier direkt ein Array mitgeben. Oder es könnte auch ein Objekt sein. Dann wäre es eine 1 zu 1-Beziehung. Hier ist eine 1 zu N. Uh, es kann auch ein Array aus Objekten sein. Ich mache jetzt einfach mal uh, Name. <laughs> oh Gott, was kauft uh, derjenige bei Blub GmbH immer? Wen haben wir denn da? Sagen und flucht zugleich. Okay, das Produkt. <laughs> ja, ich bin jetzt irgendwie einfach nicht so kreativ, aber wir können jetzt hier einfach mehrere Kinderelemente hinzufügen. Äh, Madeline.de, so, da machen wir auch nochmal hier ein, ein, ein Name. Jetzt schaut es echt heftig aus, wenn man natürlich in der Konsole so sein JavaScript-Code reinmacht. Ich muss jetzt hier auch nochmal alles andere zur Seite bringen. Und ach ja, das fehlt mir auch noch. Und okay, hat mich gewundert, dass es auf Anhieb klappt. Aber was wir sehen, ist jetzt eben eine 1 zu N-Beziehung. Ja, unser Hauptdokument und das sind die Kinderelemente. Und die Frage ist, wenn wir jetzt heute eine Enterprise-Anwendung aufbauen, ja, wie plane ich jetzt hier mein Schema-Design? Und es gibt Szenarien, wo man sich denkt, das passt einfach nicht zusammen, weil eines dieser Kinderelemente brauche ich für unterschiedlichste Use, Use Cases wieder. Und dann ist das suboptimal, wie das hier per Standard läuft. Das bedeutet, ähm, eine NoSQL-Datenbank sagt ja, äh, man soll keine Referenzen aufbauen, was damit gemeint ist, dass das halt wirklich in einer getrennten Collection wäre, in einer eigenständigen Tabelle. Aber das ist nicht ganz so wahr. Das bedeutet, man soll erst beim Design immer denken, dass das Ganze, Ganze zusammengehört. Es ist aber auch erlaubt, dass wir es auseinandernehmen sollen, aber nur, wenn es wirklich sein sollte. Ja, das sollte so der, die zweite Überlegung sein. Aber was sind denn die Bedingungen, dass wir dann wissen, okay, ab wann ist es erlaubt, was zu referenzieren und hinzuzufügen? Ja, so eine kleine Einführung werde ich jetzt geben. Die hatte ich beim letzten Mal äh, am Schluss auch kurz gezeigt. Geht allerdings vier Stunden. Weiß ich nicht, wer das knallhart durchgezogen hat. Werde es auch kurz halten. Und danach werden wir uns mal elf Entwurfsmuster anschauen, die uns dann zeigen, bei ganz krassen Szenarien, wie wir dann doch elegant etwas zusammenbringen oder auch auseinanderbringen können. Wie können wir eine Schreibegeschwindigkeit, Performance wieder erhöhen, Lesegeschwindigkeit und, und, und? Ja, also wahnsinnig viele. So, ja, vor lauter Reden. Jetzt habt ihr so schön geschrieben. Das freut mich voll, dass ihr da aktiv seid. Danke, jetzt habe ich schon getippt. Das die Games, die Ich bin auch auf Discord, aber leider heute nicht mit dabei. Ähm, gut, kannst auch Bots schreiben? Okay, können wir auch mal. Also ich weiß ja, auf äh, Twitch, wenn ich irgendwie Entwickler. Die, ähm, Suche, wer das so entwickelt, die machen alle irgendwie immer ihre, ihre Bots, ne. Ich glaube, das, das gehört einfach dazu. So, ähm, ich wollte aber noch was Cooles zeigen. Sollte es dennoch Szenarien geben, wo man sagt, okay, dieses Schema-Los-Konzept passt hier an einer bestimmten Ecke nicht, ich will wieder klassische Kontrolle haben, dann geht das eben auch mit der MongoDB und das Konzept dahinter ist über JSON-Schema, dass man äh, die Validation aktiviert. Aber ihr nehmt alle guten Vorzüge davon dieser Datenbank weg. ja, das heißt, die ganze ähm, Schreibgeschwindigkeit ist natürlich wieder deutlich langsamer, weil dazwischen natürlich immer wieder der Türsteher ist, der überprüft, ob alles auch so korrekt ist. So, ich habe mir natürlich mal so einen Schnipsel raus ja, weil ähm, also wir haben gesehen, wie übrigens automatisch ja mal so eine Collection entsteht. Ja, unsere Customers. Aber es ginge ja natürlich auch mit der Funktion Create Collection etwa welche anzulegen. Natürlich habt ihr dann den Vorteil, dass ihr wahnsinnig viele zusätzliche Optionen hinzufügen könnt, wie zum Beispiel, dass es eine Capped Collection wäre. Ja, das habe ich im letzten Video gezeigt, was das Ganze ist. So, ich kopiere es jetzt mir einfach mal raus. Was sagt denn dieser Code? Also, erstmal kriegen wir eine neue Collection, die heißt My Collection. Und dem Validator gebe ich jetzt folgendes JSON Schema mit. So sollte mein Objekt aussehen. Oder mein, mein Datentyp, das ich hier ablegen möchte. Es braucht zwei Eigenschaften. Die eine heißt A, die zweite heißt B. Und der eine muss vom Typ Number sein, der andere vom Typ String. Und wenn ich mich nicht daran halte, dann schimpft die MongoDB. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der aktuellen Version ist. Ich fand es nicht immer sehr unbedingt sehr aussagekräftig, was ihn dann da ein bisschen stört, aber gucken wir es uns doch nochmal gemeinsam an. So. Okay, das, äh, so viel zu Copy Paste. Was war denn jetzt passiert? So, ja. Wie hatten der das jetzt eingefügt? Hat er das jetzt richtig gecheckt? oder? Ich drücke einfach mal Enter. Mal schauen, was passiert. Okay, dachte ich mir schon. Irgendwie hat der die Syntax. Also nochmal. Ach, wegen den Zeilenumbrüchen, ja. Kann das sein, weil ich in der Text. Ja, dann machen wir es mal hier in kriminell. So, also ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass das jetzt der Grund wäre. So. So. Ähm, ja. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Ihr habt es jetzt zumindest einmal schön leserlich gesehen. Enter. So. Literal. So, String. Da fehlt noch was. Ich glaube, ich habe es gesehen. Hier, hier. Und kipp ihm. Ja! So ist es richtig. Gut. <laughs> also. Ähm, Show Collections und dann zieht ihr auch schon My Collection. db, My Collection. Und die ist natürlich jetzt leer. Ähm, My Collection, Insert und den geben wir jetzt hier einfach auch wieder. Ähm, Name ist gleich. Blup. Ja, also eigentlich nicht das, was unserem Schema entspricht. Und bam, ja. In, in, insert muss natürlich erstmal richtig sein. Insert, bam. Document Failed Validation. Okay, also ihr kriegt hier eine äh, Fehlermeldung. Ja, die sagt jetzt nicht wirklich aus, was ihn daran gestört hat. Ja, das ist also nicht sexy. Ich weiß sie nicht mehr auswendig. Ich, äh, es gibt nur, ich glaube, dass es auch übers Expand geht. Kannst du natürlich mehr über die Fehlermeldung erfahren. War das damit? Ja, nein, vielleicht. Oder wie hieß es nochmal? -bü -bü. Müsst, müsst ihr nochmal raussuchen. Also es geht schon, dass ihr mehr Infos dann bekommt. Aber ihr seht, das hat ihn jetzt gestört. Also, was habe ich denn nochmal mit angegeben? Also, A, erstmal, es müsste nochmal ein eigenes Objekt sein. Ja, A, es muss ein eigenes Objekt. Nee, muss es nicht. Äh, sondern Number. Ja, 1, 2, 3. Jetzt machen wir B und da gehört ein String rein, wobei ich mache da auch noch mal kurz eine Zahl. Ihr seht also, da schimpft er wieder. Jetzt mache ich daraus ein String und danach sagt er wirklich, dass es jetzt in Ordnung war. Also es geht schon. Ja, es, Per default Schemeless hat seine Berechtigung, aber so hat es auch geklappt. Wie wird, Mongo äh, wie wird Mongo gespeichert? Also wie zum Beispiel SQLite in der DB-Datei oder braucht man einen Server oder wie geht das? Also im Prinzip MongoDB ist keine lokale Datenbank wie zum Beispiel SQLite. Ja, dafür ist es leider nicht gemacht, was worüber ich sehr traurig bin. Es gibt eine lokale Variante, wobei die für mobile Endgeräte konzeptioniert worden ist. Das heißt, wenn ihr keine Android oder iOS App schreibt, dann könnt ihr einfach damit nichts anfangen. Bin ich ein bisschen traurig, ja, weil es gibt sehr oft Szenarien, wo es echt spannend wäre, das so auch lokal zu nutzen. Um, explain, ja. Das aus. Du sagst es richtig. Ich weiß nicht, warum ich Explant schreibe. Das ist die, die Nervosität vor so vielen Menschen hier online. Okay. Um, natürlich, du bräuchtest dann einen Datenbank-Server, wobei, wie schon gesagt, es gibt hier MongoDB Atlas. Da kriegst du in der Cloud kostenlos eine MongoDB bereitgestellt. Bis zu 500 Megabyte for free kannst du verknüpfen mit äh, Microsoft Azure, AWS oder Google Cloud. Reboot, Docker install. Und natürlich, also für die lokale Entwicklung zum Lernen und Spielen, finde ich, gibt es auch nichts Attraktiveres hier wie, die, ähm, wie, wie mit Docker dann zu arbeiten. Die, die Datenbank selber legt natürlich die Datenbank Dateien wo ab. Ich habe sie hier zum Beispiel per Standard gestartet von Docker aus, dann werden Standardpfade verwendet wenn du dir das dann richtig komplex in ein Enterprise-Unternehmen aufsetzt, dann wirst du natürlich dazu ein file haben. Empfehlen kann ich da auf jeden Fall, dass ihr auf Linux setzt, weil die Dateisysteme viel moderner sind, wie jetzt zum Beispiel bei einer Windows-Serverkiste und dann kannst du, was die Schreibgeschwindigkeit angeht, nochmal brutal viel rausholen. Nur mal so als kleines Beispiel, wenn du jetzt eine Datei ja abspeicherst unter Windows, dann wird ja... Eine Metainformation hintergelegt im Fahrtsystem, ähm, geändert am, ja, also nur zu welchem Zeitpunkt wurde die Datei zuletzt gespeichert oder verändert. Und das ist einfach nochmal zusätzliche Energie, die im Hintergrund vom Betriebssystem läuft und wo dann wieder physikalisch drauf dazwischen gegriffen werden muss. Und das kannst du einfach mal deaktivieren bei Linux. Und dann kriegst du richtig ordentlich Performance. Wobei man natürlich aber wieder dazu sagen muss, es kommt immer darauf an. Das ist übrigens super, ja. Ich bin ja freiberuflicher Berater und ich verdiene wahnsinnig viel Geld mit meinem Standardsatz hier. <laughs> Wenn irgendwas gefragt wird, es kommt darauf an. Aber es ist halt so, ne? Das, da kannst du nichts ändern dran. So, okay. Ähm, das wollte ich einfach nur zeigen. Okay, man soll die Dinge so zusammenbringen, wie ich es oben gezeigt habe. Es geht auch technisch, dass man es auseinander nimmt. Haben wir auch beim letzten Video schon gesehen. Da haben wir in C-Shop zwei Klassen gemacht. Also eine Relation, eine verteilte Relation gemacht und die halt auch wieder joinen lassen und dass es halt auch geht, aber man sollte es nicht per Standard machen. Ich habe ein Raspberry mit, äh, ist aber das LAN-Kabel kaputt gegangen. Das ist natürlich fies, ja. Ähm, und ein WLAN-Adapter hast du nicht dabei. Ein WiFi-Adapter. Ich glaube, bei Raspberry ist das nicht sogar schon dabei, dass der WiFi-Adapter dabei ist. Nee, Quatsch. Musst du dazu bauen, ne? So, mhm. ich überlege gerade, eigentlich mehr gibt es hier nicht zu zeigen. Schauen wir uns auch das Ganze mal mit einer Folienschlacht an. So, also, MongoDB-Entwurfsmuster für das NoSQL Schema Design. Die meisten kennen mich hier schon. Ich weiß nicht, wer jetzt hier neu dabei ist. Der kann es ja gerne hier mal im Chat dazu schreiben und sich vorstellen. Ähm, ich bin Gregor, komme hier aus Nürnberg und mache seit 20 Jahren Softwareentwicklung und bin freiberuflicher Berater, Trainer, Autor. Meine Schwerpunkte sind Softwarearchitektur, Web- und Cross-Plattformentwicklung mit C-Sharp und JavaScript. Bin der Papa von Electron.net, das ist mehr so in der .NET-Welt etwas bekannter. Und, ähm, ja, Bagger's Eye, -Oh, genau, Team Nürnberg. Ja, Peter, damals habe ich einen Kasten Bier gekriegt bei den ersten 1000 Sternen bei GitHub, ne? Moment, wie viel habe ich jetzt nochmal? Müssen wir mal nochmal nachschauen. Das, also ich muss die Geschichte dazu erzählen. Ich war ganz stolz, auf meine ersten 1000 Sterne bei einem Open Source-Projekt zu kriegen. Und plötzlich stand der Peter vor der Tür, ding dong, und äh, hat einen Kasten Bier vorbeigebracht. Und jetzt können wir schon echt stolz sagen, wir haben sogar schon 4600 Sternchen. Ähm, übrigens, GitHub hat irgendwie wohl sein Design geändert. Ich finde es mega gewöhnungsbedürftig. Wie ist denn das bei euch? Wie findet denn ihr das Design? Interessiert mich mal. So, Reiseplan habe ich eigentlich schon erzählt. Ja, erst nochmal, was ist eine dokumentenorientierte Datenbank? Da zeige ich einfach nochmal meinen Kompass. Also wer den schon kennt, das kommt halt einfach jetzt die nächsten zehn Minuten. Und danach geht es auch schon los, dass wir uns die elf Entwurfsmuster anschauen. Okay, also, auf geht's dokumentenorientierte Datenbank. Was ist damit gemeint? Ja, jetzt ist noch mal so ein bisschen Wiederholung, was wir eigentlich gerade gesehen haben. Ja, weil wir wissen, eine relationelle Datenbank besteht aus Datenbanktabellen, die einem festen Datenbankschema unterliegen. Ja, sieht dann eben so aus. Person, Adresse ist eine eigene Tabelle, dann hier Contact Detail und Contact Detail Type, also überall haben wir eigene Tabellen, wo am Ende eigentlich das rauskommt, was wir brauchen. Eigentlich so lächerlich. Eine dokumentenorientierte Datenbank besteht aus einzelnen Dokumenten mit einem eindeutigen Identifikator. Ich weiß nicht, ich finde immer schöner zu beschreiben. So eine dokumentenorientierte Datenbank kann man sich vorstellen wie eine Tabelle in Tabelle, also Tabellen verschachtelt ineinander. Ich weiß nicht, kann man das so gut erklären? So würde das aussehen. Ja, die Person mit den Adressen, man bringt alles zusammen. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben, diese 1 zu n Beziehung. Und was ich besonders liebe. Ist jetzt dann die nächste Folie, weil die genau verdeutlicht, warum NoSQL-Datenbanken so erheblich schneller sind und einfacher und, und auch später dennoch kein großer Dschungel werden, ja, wie man sie halt von relationellen Datenbanken kennt. Schauen wir uns das an. Ja, die klassische relationelle Datenbank haben wir oben und alles Notwendige haben wir schön aufgeteilt in eigene Tabellen. Also so wie wir es gerade schon gesehen haben. Mit der Realität wollen wir ja nichts dazu tun haben, obwohl das natürlich die beste Lösung wäre. Ja, in der Microsoft-Welt haben wir ja den SQL-Server und Datenbankseitig kannst du Codos führen, die heißen Stored Procedures. Eine Katastrophe, die zu programmieren. Ähm, und wir wollen halt mit der Realität nichts zu tun haben, obwohl es eigentlich das Beste wäre. Und deswegen holen wir uns eben hier einen Eheberater, einen OR-Mapper. Ich bin mir aber auch nicht immer sicher, zu wen er so hält. Und mit ganz viel Arbeit. Mit viel, viel Joins und viel Sucherei und Recherchiererei kriegen wir dann unser Ding, was wir eigentlich die ganze Zeit brauchen. Ja, und die NoSQL-Datenbank, ja, die speichert es eben direkt so ab, wie wir es brauchen. Da brauchen wir keine Joins mehr, sondern es ist nur noch einfach nach bestimmten Bedingungen. Ja, wir wollen ein rotes Auto, das Baujahr und zack, wir kriegen das Ganze zurückgeliefert. Jetzt ist die Frage, wie modellieren wir das Ganze? Ja, dokumentenorientierte Datenbanken meinen eben nicht... Dass es gar keine Relationen geben darf. Ja, sie sagen äh, immer Design with no reference first. Wobei das eher meine Übersetzung ist. Man liest eher und auch in der MongoDB-Welt Design with embedded first. Okay, das heißt erstmal entwerfen, wenn man das alles zusammenbringen möchte. Im Allgemeinen bietet es die Einbettung von Daten eine bessere Leistung der Leseoperation. Klar, wir sparen uns Joints. Okay? Und wenn wir sie mal aktualisieren und updaten wollen, können wir hier in einem atomaren Schreibvorgang alles vornehmen. Gut, jetzt wissen wir, wir dürfen das Ganze ähm, auch mal referenzieren. Aber ab wann, ja, wie, was sind denn die Regeln? Wann integriere ich etwas und wann referenziere ich? Und da habe ich ein Geschenk für euch, okay? Und zwar den NoSQL-Dokumenten-Schema-Kompass. Ich weiß nicht, wie man ihn kürzer nennen könnte, aber dieser Kompass, der reicht. 80 bis 90 Prozent vollkommen aus, wenn ihr euch daran orientiert bei eurem Schema-Design. Aber es ist halt natürlich auch nicht die Lösung für alles. Ja, und für diese Alles-Lösung, genau dafür gibt es eben diese Entwurfsmuster, die wir uns gleich danach anschauen. So, so. ich habe für Google Chrome ein Plugin, das ein GitHub-Dark-Theme erstellt. Das ist ja cool. Kannst du ja ruhig mal deinen dein GitHub-Link dann ähm, teilen, im Chat, voll erlaubt, das ist ja Open Source, das ist ja keine Werbung, die einzige, einzige Person, die hier Werbung machen darf, das bin ich, <laughs> nein, jeder, <laughs> darf da Werbung machen, ne, also, nochmal ganz wichtige Durchsage, wenn ihr noch nicht folgt auf Twitch, bitte folgen auf Twitch, und unten seht ihr auch noch sehr schön den YouTube-Link, bitte auch mich abonnieren, und wenn ihr dieses Video später anschaut auf YouTube, dann bitte Daumen hoch und subscriben, danke, <laughs> ja, ich bin gut drauf, ist schön, ist ordentlich was los. Ihr seid hammer drauf, ich bin dann auch hammer drauf. Wie schaut der Kompass aus? Der ist aufgeteilt in drei Bausteinen, die wir uns immer fragen müssen, wenn wir also so eine Art Beziehung haben. Okay, erstmal, wie oft werden die Daten zusammen benutzt? Sagen wir mal wieder, ach, was haben wir vorhin gesehen? Person und Adressen zu unserem Use Case braucht man die immer. Okay. Also würden wir jetzt hier bei immer, zack, einen Haken machen. Bisher bei immer wäre ein Pluspunkt bei integriert, wenn wir es also embedden würden. So, wie groß ist der Datensatz? Naja, also unser Kunde, der hat so vier, fünf Adressen, das reicht vollkommen aus, wenn überhaupt. Also hätten wir hier auch wieder einen Punkt bei weniger als 100 Datensätzen. Äh, wie oft ändern sich die Adressen? Naja, ähm, gelegentlich oder selten. Da sind wir uns noch ein bisschen so unsicher. Aber die meiste Punktzahl an Häkchen, die ich hier gesetzt habe, die sprechen ganz klar für integriert. Und dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann mit dem Kompass, schauen wir uns jetzt folgendes Beispiel an. Ja, die Rezeptdatenbank. Die Rezeptdatenbank ist von einem äh, sehr guten Freund von mir. Ähm, ich darf seinen Namen nicht sagen und auch nicht die, die Kundin davon. Also, es, es war für eine Kundin und die hat. Ähm, setzt sie 10 oder 20? Ich glaube, 10.000 nee 10 Euro hat die ihn gezahlt für eine Rezeptsoftware, weil sie ähm, ist Millionärin, hat eine Küche. Boah, da werden wir alle Plus vor Night. Wahnsinn. Ähm, und jetzt hat die da auch zwei Rechner drin stehen. Ein SQL Server. Und <laughs> ja, man muss dazu sagen, mein Kumpel ist extrem konservativ. Ich habe es ihm auch gesagt, das ist ja mehr als Overengineering. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall. Mit ihm habe ich über E-Mail kommuniziert, ich habe ein leichtgewichtiges Beispiel gebraucht, wo wir hier über so ein Schema-Beispiel drüber gehen können und das hat er mir hier alles gegeben. Ja, ähm, das ist die spektakuläre Oberfläche, die ihr für 20.000 Euro kriegt oder 10.000, Mensch, ich weiß es nicht mehr. Okay, ähm, boah, was haben wir da? Suche, dann haben wir hier Tags, dann sehen wir hier irgendwo eine Liste, wie viele irgendwo vorhanden sind, Rezept insgesamt, eine schöne Auflistung unten. Ey, verratet der Lady niemals, dass es chefkoch.de gibt. Scheiße, scheiße. Okay, klickst du auf ein Rezept dann... Ach so, äh, ähm, Magic die machst du jetzt Werbung für mich? <laughs> Weil du meine Bio einfach hier einfügst. Das ist ja ein Service. Okay, ah, ihr macht mich... Äh, <laughs> so, genau, also wir sehen einfach noch keine... Kein, kein Bild dazu, ne? Unschön. Äh, sehr schön, ja, App hat er gebaut, sehr toll. Hier sieht man die ganzen Zutaten. Ja, wie, wie man sich so eine Rezept-App halt vorstellt. So, wie ist der Stand dahinter? Das ist der aktuelle Stand. Das ist hier seine in äh, relationeller Datenbank entwickelte Tabelle, die ich krieg schon. Nur bei sowas Kleinem, ja. Nur bei sowas Kleinem, da werde ich schon wahnsinnig. Es ist so deppert. So entstehen fette Enterprise-Anwendungen und boah. Okay, wollen wir das Ganze mal optimieren? Erstens, das werfen wir raus. Das ist nämlich für den OR-Mapper, Entity Framework, damit er hier mit der Datenbank vernünftig arbeiten kann. Vor allem, da sich mal was tut am Schema und und und. Blödsinn, wollen wir nicht. Wir wollen auch gar keinen OR-Mapper. So, dann hier, Zutat, äh, Rezepte und Zutaten, dass da zusammenkommen. Ey, weg mit der Tabelle. Die ist ja nur da, damit die zwei sich finden können. Ist das nicht übel? Auch hier Rezept-Tag, weg damit, brauchen wir nicht, ja, Datenbank-spezifisch. Nur damit die hier ihre Beziehung auflösen können. Das Wichtigste, ich habe gerade den Text von Electron GitHub Readme kopiert. <laughs> okay, cool. Ähm, so, unser Root-Dokument heißt Rezept. Ja, das würde sozusagen unser Datentyp, unser Hauptdatentyp, der für unseren wesentlichen Use-Case relevant wird. Und die drei da unten, die bringen wir in einen einzelnen Datentyp zusammen, die heißt dann Zutat. Was haben wir noch? Quellen, das wird zum Datentyp Quelle und ganz unten, da machen wir Tags zum Datentyp Tag. Gut. Ja, somit konnten wir das Ganze ja schon mal optimieren. Jetzt ist aber halt die Frage, hm, unser Elternelement ist ja Rezept. Die Kinderelemente wären ja hier Quelle, Tags oder Zutaten. Bringt man die jetzt zusammen oder tut man die auseinander? Weil man sich da unsicher ist, dafür ist jetzt der Kompass gut und das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Ja, das heißt, ähm, das ist jetzt in der äh, Node.js-Welt oder besser gesagt TypeScript ähm, ein Datentyp mit Interfaces, werden die da beschrieben. Ihr könnt euch das in Java und C-Sharp mit Klassen vorstellen und Getter und Setter. Ja, also einfache Datenklassen, Datentypen. Ja, so reicht vollkommen aus. Ja. So, wie oft werden die Daten benutzt? Genau, Analyse vom Datentyp Tag. Wie oft werden die Tags mit diesem Rezept benutzt? Und mir hat er per E-Mail folgendes geantwortet: äh, Alles, wo ich hier einen Haken gesetzt habe. Wie oft werden die Daten zusammen benutzt? Manchmal, okay, das heißt, das ist wohl nicht immer der Fall. Wie groß ist der Datensatz? Mehr als 100? Da habe ich mit ihm nachträglich mal drüber gesprochen, als ich schon alles fertig hatte von den Unterlagen. Das hatte er falsch verstanden mit dieser Frage. Es ist ruhig auch bei weniger als 100 äh, zu meinen. Naja, egal, wie oft ändern sich die Daten, nie bis selten. So, hier ist mein Do Dokumentenkompass, Schema, Schema Dokumentenkompass und das hat er überall angehakt. Und wir schauen uns an, integriert hätten wir drei Punkte und für referenziert zwei. Ja, wobei ich schon gesagt habe, eigentlich. Ja, hatte er das hier mit angehackt. Naja, ist ja egal. Trotzdem mehr Punkte für integriert. Also integrieren wir es erstmal. Und ganz wichtig, etwas Integriertes später rauszulösen, ist erheblich einfacher als umgekehrt. Ja, und so entsteht aus Tags ein neuer Datentyp. Tag. Wir brauchen hier keine ID, wobei ich hier übrigens vergessen habe, eine ID zu definieren. Ja, die gehört da eigentlich noch dazu. Ähm, und da ist ja, da ist das Property dazu mit einem Array aus diesem Datentyp. So, wie oft werden Zutaten mit einem Rezept benutzt? Ja, äh, hat er gesagt, immer. Ja, macht Sinn. <laughs> wie groß ist der Datensatz? Weniger als 100. Das schaut doch schon mal vernünftiger aus. Wie oft ändern sich die Daten? Gelegentlich. Gut, ja, das ist, was er alles angehakt hat. Hier haben wir ein 3 zu 1. Ja, also sofort integrieren. Okay? Zack, äh, haben wir einen neuen Datentyp, Zutat, eine Liste von Zutaten. So schaut das Ganze schon mal gut aus. Oh, wie oft werden, wird Quelle mit einem Rezept benutzt? Immer mehr als 100. Ob er das auch richtig verstanden hat. Die Lady mehr als 100 Quellen zu ihrem Pflaumenkuchen. Wie oft ändern sich die Daten gelegentlich? Ja, also das ist alles, was er angehackt hat. Äh, 3 zu 2. Also bringen wir das gute Stück auch zusammen. Also es ist das perfekte Szenario für so eine NoSQL-Lösung. Ja, das wäre unser fertiges Schema. Okay. Man kann dazu noch sagen, ähm, es gibt ja noch unter der Node.js-Welt Mongo's. Da kannst du wirklich zur Laufzeit nochmal so eine Schemaüberprüfung haben, aber ohne dass es dann Datenbankseitig läuft. Ich persönlich, mir reicht das wirklich aus mit TypeScript-Interfaces. Ähm, der Peter, wenn er noch dabei ist, <laughs> der hat damit schon gearbeitet, der nutzt man und kann nicht mehr ohne. Ne, hast du mir mal erzählt, ja, du hast gesagt, ähm, willst du, brauchst du, geht nicht ohne und, und ist super. Kannst ja mal deine, ja, aber, aber mehr damit rumgespielt. Okay, ne, sonst hättest du sagen können, ja, wenn sich da irgendwas so geflasht hat oder irgendwas, weil im Prinzip ist es so. Du hast in der .NET-Welt, hast du ja auch so deine Datenklassen und dann deinen OR-Mapper und dir ist bewusst, wenn du einfach da mal eine Klasse veränderst, dass das dann eine Auswirkung auf die Datenbank hat. Und das machst du halt nicht einfach so. Und genauso betrachte ich das hier halt auch mit den TypeScript-Interfaces. Aber ja, bei einem großen Team im Enterprise-Umfeld und wo vielleicht dann irgendwelche Azubis dazukommen oder ähm, die... Da ist es halt blöd, ne? weil dann schimpft niemand, wenn dann einer irgendwas ändert, die Datenbank erlaubt ist. Okay, ja, dann hätte ich sage, es kommt darauf an. Normalform. Achso, drittens das Normalform. Also, was ist, wenn sich. Oh, da war eine Frage gestellt worden und ich kriege das einfach. Was ist, wenn sich eine Tag-Bezeichnung ändert? Wie ändere ich die in allen Rezepten? Da wäre doch ein Join vorteilhafter. Ähm, Im Prinzip, wenn, also wenn sich ein Tag ändert, es gibt den Befehl Distinct, dann kriegst du wirklich ähm, alle Tags einzeln nur geliefert, die existieren. Und dann kannst du, ja, du kannst ein Update über alle Felder dann machen. Du kannst sagen, alle, die Tag heißen, ähm, was nehmen wir denn als Tag? Ähm, Süßware. Keine Ahnung. Ich bin echt heute nicht so kreativ damit. Ähm, ändere alle von Süßware in Bitterware. Okay. Das geht. Das geht super einfach. Das wäre nicht das Problem. Ähm, also, dass das, das funktioniert. Und manchmal willst du vielleicht auch gar nicht, dass, dass bisherige Sachen sich mit ändern, wenn du was änderst. Ein gutes Beispiel ist ja... Ähm, heute im Unternehmen hast du ja äh, den Versand, die kümmern sich um das Versenden von Aufträgen und da ist ja oft eine Rechnung drauf und auf der Rechnung ist eine Adresse. Und wenn sich aber der Kunde, den seine Adresse ändert und du hast es aber klassisch relationell aufgebaut, hast du oft ein Problem, weil du willst nicht, dass alte Datenstände oder wo du es nicht willst, dass es sich ändert, dass es sich ändert. Und dann hast du irgendwo, pff, okay, und ähm, das ist halt das Coole bei NoSQL. Okay, Moment, bin eigentlich Fan von OR-Mapper, okay, da Type OR-Mapper MongoDB nicht so gut unterstützt. Habe ich mal mit Mongos ausprobiert, aber relativ blutiger MongoDB-Anfänger, daher bin ich gespannt, wie du das so machst. Wobei, du hast so geil, du hast mir mal so coole Geschichten erzählt, wo du mit Geolocation gearbeitet hast. Das war mega. Das habe ich bis heute noch nicht mal die Zeit gehabt, das tiefer anzuschauen. Ich verstehe nichts mehr. War ich, war ich zu deep dive ich komme aus der relationellen welt oh 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 ich bin für heute weg tschüss oh sehen wir uns vielleicht das nächste mal ein livestream für mich interessanter okay 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 äh, kannst du ja auch mal sagen was dir vielleicht wünscht ja? hm, multilanguage packt man dann in das interface tag eine id nein ja also so kinder elemente die ich da so reinpacke nein id hat immer das oberste eltern dokument ähm, höchstens, dass du bei einem Kinderelement eine ID unterbringst, wenn du dann eines dieser Entwurfsmuster-Tricks nutzt, was wir später kennenlernen werden. Gut. Ja, so schaut das Ganze aus. Und da kommen wir doch jetzt auch dann hin. Ja, wie schon gesagt, ich wollte euch da eine Orientierung bieten. Jetzt geht es weiter mit den Entwurfsmustern. Das sind übrigens ja keine Erfindung von mir, sondern von MongoDB Teams selbst, oder was heißt Team von, von der Firma selber. Von ihren Kunden und Partnern, wo wirklich riesengroße, fette Enterprise-Anwendungen dahinter stecken. Und da ist das alles validiert worden, ob das auch alles so geht oder nicht. Community, vieles ist auch gar nicht direkt vom Mongo selbst, ja, dokumentenorientiert. No SQL gibt es auch woanders. Und ich habe sie einfach für euch aufbereitet, habe selber einige eingesetzt und rede jetzt mit euch drüber. Und das dürften Peter auch gefallen, als Katzenfreund, ja. Das Approximation Pattern. Ja, der Annäherung. So. Eigentlich, <laughs> eigentlich hätte ich den Sound nicht abspielen dürfen. Jetzt schalten wieder viele ab und denken sich, no, das wäre jetzt auch korrekt. Okay. Das Approximation Pattern ist nützlich, wenn häufig teure Berechnungen durchgeführt werden. Und wenn die Genauigkeit dieser Berechnung nicht die höchste Priorität hat. Okay, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Ähm, wir haben davon schon sehr oft äh, gespürt, wie das im Einsatz ist. Zum Beispiel hier Wikipedia Nürnberg. Wenn mich jemand fragt, wie viele Einwohner hat denn deine Stadt mittlerweile, weiß ich es auswendig oder wenn ich irgendwo hinfahre zu einem Kunden, ich schaue da immer gerne nach, ähm, dann schaut man hier drauf und sieht ja, ach so haben so um 500.000 Einwohner. Dann kann ich mir das vorstellen und vergleichen mit anderen Städten, wie es da wohl so aussieht. Und das reicht mir auch aus. Diese Information, ja, wir haben hier eine sogenannte äh, äh, ungefährzahl. Ja, man sieht hier steht auch noch 31. Dezember 2018. Also das hat sich mit heute mit Sicherheit geändert. Aber mir reicht es aus, wenn ich diese Info pi mal Daumen habe. Okay? Äh, oder jetzt hatte ich das vorhin schon geöffnet. Äh, hier sieht man auch noch mal, was sich wohl getan hat. Auf GitHub sehen wir hier einfach vier. 1k Sterne mega. Okay, das ist die Anzahl der Sterne. Aber wenn man es richtig faktisch sehen will, klicke ich rechts oben mal drauf, es öffnet sich die Seite neu und dann sehe ich die wirkliche faktische Anzahl dazu. 4115. Ja, und in meinen Szenarien oder auch in diesen hier, da braucht man nicht die direkte faktische Zahl, sondern eine ungefähr und das reicht aus. Ja. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, ab wann verändern sich denn solche Daten wie mit der Einwohnerzahl? Nehmen wir doch das wieder her, dieses Beispiel. Wenn man das jetzt mal grafisch aufbereiten würde, wie viel Energie das hat bei einem Schreibvorgang. Ja, jedes Mal, wenn einer stirbt, wenn einer umzieht oder wenn einer herzieht und was es bestimmt noch für andere Aspekte gibt, sagen wir mal, das wird alles in ein System eingepflegt und jedes Mal müsste er hier diese ganze äh, äh, ähm, Webseitenzählerlogik nochmal ausführen und das bräuchte wahnsinnig viel Energie, obwohl sie eben fachlich gar nicht so relevant ist. Ja, es gibt den Szenario, wo man sie ganz genau will, diese Zahl. Aber das kann man eben anders aufbereiten mit den Approximation Pattern. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, also, wenn wir mit großen Datenmengen oder einer großen Anzahl von Benutzern arbeiten, kann sich dies auf die Leistung von Schreibvorgängen auswirken. Ganz klar. Ja. So, ähm, und genau, da kommt das Approximation Pattern. So war das. Ja, wir können nämlich das Ganze hier stark reduzieren. Natürlich, natürlich werden die anderen dann hier wieder viel wichtiger, aber das ist nicht mehr die Bremse für den Schreibvorgang. Ja, also anstatt bei jeder Änderung, ja, jemand ist gestorben und so weiter, ja, äh, die Daten zu aktualisieren, können wir zum Beispiel einen Zähler einbauen. Ja, Zähler allerdings eben auch programmtechnisch, also das heißt in c -Sharp, äh, mit C-Sharp, äh, .NET in C-Sharp und so weiter. Ja, die Änderung wird dann in 100, demnach nur 1% der Fälle aktualisiert. Sagen wir mal, mh, ihr habt ein, 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 ein Random zum Beispiel, okay? Und dieses Random, sagen wir, da wird eine Zahl bis 100 generiert und nur bei 98, 99, 100, wenn diese Zahl dann da mal per Zufall kommt, dann könntet ihr einmal wirklich so eine Update-Logik ausführen zum Beispiel. Ja, unsere Schreibvorgänge sind somit erheblich reduziert, in diesem Beispiel um 99%. Also, was ist der Riesenvorteil? Wir haben viel weniger Schreibvorgänge in die Datenbank. Wir arbeiten also mal mit der klassischen faktischen Zahl. Und statistisch haben wir halt gültige Zahlen. Ja, schlecht ist, genaue Zahlen werden halt niemals dann dargestellt. Okay? Also es steht halt immer ein Stand da und man muss so eine Art Logik halt in seiner Anwendung unterbringen ist halt auch nicht so sexy ja also das ist das was nicht schön dran ist schauen wir uns mal noch spannendere an das Attribut Pattern so <laughs> ja wie man es hier schön sieht mit den Kängurus ähm, ja haben wir zum Beispiel Ähnlichkeiten in unserem Dokument mit vier Feldern die einfach wirklich total gleich sind ja und haben auch noch gemeinsame Merkmale und wir möchten diese auch noch sortieren und abfragen. Zum Beispiel, ja, mein Lieblingsbeispiel hier wieder mit Star Wars und dann sehen wir ähm, in den unterschiedlichsten Ländern ist ja das Veröffentlichkeitsdatum immer komplett unterschiedlich, aber sie haben alle etwas gemeinsam, ja. Es wird, wird released an dem Datum zu der Uhrzeit. Okay? Um unsere Suche zu optimieren, benötigen wir aus Performancegründen wahrscheinlich viele Indizes, ja, weil wir müssten jetzt über die ganzen vier, fünf Felder und naja, es wird in viel mehr Ländern noch dass der Film veröffentlicht, ähm, müssen wir wahnsinnig viele Indizes setzen. Würde dann so aussehen, ja, wenn man abfragt, ihr habt es das, das letzte Mal gesehen, wie man das abfragen kann bei der MongoDB, kommt eine riesen Liste raus. Das braucht auch noch mal zusätzlich Energie von der Datenbank. Das ist nicht so attraktiv. Und daher Attribute Pattern, BAM, ja. Okay, das Erstellen all, all, all dieser Indizes kann die Leistung beeinträchtigen, ja, aber das... Alle eben in eine Collection, in ein Array. Location, USA, Force. Yeah, Peter folgt mir. Woo. Okay, die gehören alle zusammen. Und das Schöne ist, weil jetzt kannst du sagen: Releases. Nur dieses Feld bekommt eben ein Index. Ja, also es werden weniger Indizes benötigt. Anfragen sind einfacher auch zu schreiben und in der Regel schneller. Kontra gibt es nichts. Ja, das ist ein wahnsinnig gutes Pattern, wenn du das einsetzt. So, das Bucket Pattern. Das Bucket-Pattern ist eine hervorragende Lösung für die Verwaltung von Streaming-Daten. Das war für mich mega spannend, weil ich muss gestehen, ich war sogar schon mal darauf reingefallen, äh, es nicht zu nutzen. Ja, ein Beispiel für Zeiten in Echtzeitanalysen oder Internet-of-Things-Anwendungen. Genau da brauchen wir so Sachen. Und bei mir war es tatsächlich auch eine IoT-Lösung. Wir haben einfach Daten gecrappt, gesammelt. Naja, und die Auswertung hat Zeit gebraucht, ja. Wenn Daten über einen bestimmten Zeitraum als Datenstrom eingehen, können wir dazu neigen, jede Messung in ein eigenes Dokument zu speichern. Schaut dann in etwa so aus. Ja, jede Sekunde, was hier vom Sensor kommt, sagen wir hier mal die Temperatur, diese Information speicherst du einfach ab. Okay. Und beispielsweise müssen wir Sensor-ID und Timestamp für jede einzelne Messung indizieren. Ja, wenn wir da wahnsinnig schnelle Abfragen machen wollen. Das kann einige Probleme aufwerfen, da unsere Anwendung in Bezug auf Daten und Indexgröße skaliert. Hi Gregor, schön, dass du dabei bist. Freut mich, dass du da bist. Okay, ja, mit Hilfe des Bucket-Muster können wir diese Daten nach Zeit in Dokumenten gruppieren die die Messung aus einer bestimmten Zeitspanne enthalten. Also eigentlich extrem klug gelöst. So würde das aussehen. Okay, wir sagen, innerhalb von einer Stunde die Daten, die zusammenkommen, kommen in ein Dokument. Und die einzelnen Daten sind natürlich hier dann die Kinderelemente, die hier reinkommen. Und das Besondere ist, wir können hier auch immer schon codezeitig mitzählen und diese Information auch gleichsetzen. Hier Transaction Count, ja, wie viel habe ich denn in dieser Stunde schon geliefert bis jetzt? 42 und ich summiere einfach mal die Temperatur hoch. Und da brauche ich auch keine hohe, komplexe Logik vorerst, ja, damit der Schreibvorgang hier blockiert wäre. Aber anhand dieser Infos, was wir hier vor uns sehen, können wir ganz kluge Auswertungen ausführen. Und zwar wahnsinnig schnell. Ja, wir können auch programmgesteuert zusätzliche Informationen zu diesen Buckets hinzufügen. Ja, habe ich gerade gezeigt, die Felder von unten. Wenn weitere Daten zum Mercery Array hinzugefügt werden, wird die Transaktionszahl erhöht und die Summentemperatur ebenfalls aktualisiert. So, vor dem voraggregierten Wert für Sum Temperature. Kann auf einfache Weise die Durchschnittstemperatur ermittelt werden, indem wir Sum -Temperature geteilt durch Transaction Count machen und schon haben wir einen Durchschnittswert. Wir erhalten einige Vorteile in Bezug auf die Reduzierung der Indexgröße, ja, potenzielle Vereinfachung von Abfragen und die Möglichkeit, diese voraggregierten Daten in unseren Dokumenten zu verwenden. Ja, weil ähm, was ist denn, was man ungefähr eben möchte bei diesen Anwendungsfall, wenn diese Daten gesammelt? Wir möchten vielleicht später mal zugreifen. Wie war denn die Temperatur vom letzten Jahr zum heutigen Datum? Okay, wie war es denn letztes Jahr? Und dann will man vielleicht da irgendwas vergleichen. Und da reicht einem häufig eben auch ein Durchschnitt oder man will häufig einen, einen Durchschnittswert. Und das kann man eben hier wahnsinnig schnell super ermitteln. Und das halt ist ziemlich coole an diesen Pattern. Ja, der Riesenvorteil ist, es reduziert die Gesamtzeit der Dokumente in einer Sammlung. Das heißt, anstatt diesen riesen Papierhaufen, den ihr vor euch habt, habt ihr ja immer alles schön in einzelne Schubladen. Macht es ja schon mal etwas einfacher, ja, das tut nämlich der Indexleistung gut. Und äh, der Datenzugriff ist halt auch sexy später, weil du halt das so ablegen kannst, wie du es dann gleich brauchst. Auch mit den Berechnungen. Was ist sehr schlecht daran? Eigentlich nichts. Gut, oder? Das nächste ist auch cool. Ähm, achso, ich glaube, Elasticsearch macht das so mit Buckets. Genau, ich muss immer, ich darf nicht vergessen, äh, wenn ihr noch schreibt, weil ihr könnt auch Fragen stellen, irgendwas. Hier kennen sich welche, das ist schön. Elastic Search. Gut. Compute Pattern. Das ist auch cool. Das habe ich sogar auch schon gehabt. Ich habe Crawler gehabt. Ähm, die haben Daten mal gesammelt, boah, und dann willst du immer irgendwo gleich zwischen Ergebnisse, die die Werte schnell haben, also aller Reporting, ja schnell, vergiss es, ja. Also wenn es sehr leseintensive Zugriffe gibt und diese Daten von der Anwendung wiederholt berechnet werden müssen, ist das Compute Pattern eine großartige Option. Zum Beispiel, wie viele Zuschauer haben den neuesten Netflix-Film gesehen? Diese Info zu kriegen. Ja, es erinnert sehr an das erste Pattern, was wir angeschaut haben mit diesen in etwa Zahlen. Ja, ähm, geht hier aber in eine bisschen andere Richtung. Diese Art von Fragen kann aus, einer Datenbank, gespeichert, äh, aus in einer Datenbank gespeicherten Daten beantwortet werden, muss jedoch berechnet werden. Schauen wir uns das Ganze so an. Und zwar geht es um den Film Avengers. The Endgame oder Endgame. So, was haben wir hier? Sinnechitter, Nürnberg. Ja, was haben wir hier? Wie viele haben das schon geschaut? Den Film 1496. Was haben wir denn in Ingolstadt? 344. Ha, die halten nicht mit uns Nürnberger mit. <laughs> Kleiner Insider, ich war zehn Jahre zwar in Ingolstadt, aber <laughs> egal. So, was haben wir hier? Cinemax München, äh, was? Nur 760. Also Nürnberg ist ja hier voll an der Spitze. Aber wir wollen jetzt halt wirklich sehen, wie oft oder wie viele Zuschauer waren in Deutschland jetzt hier bei dem Film schon da. Das wollen wir jetzt abfragen. Wenn wir uns mal vorstellen, das können wir natürlich datenbankseitig berechnen lassen. Dazu gibt es in der MongoDB die Aggregation API und das Mächtigste davon ist MapReduce aber dennoch braucht das die ganze Energie, weil jedes Dokument muss durchiteriert und berechnet werden. Es braucht wahnsinnig viel Energie, bis dann der Filmdatensatz rausspringt und man das sieht, was einen ja interessiert. Ja, es gab also insgesamt 2600 Leute, die den Film gesehen hatten. Und das ist halt blöd, ja, habt ihr also so ein Szenario. Ja, aller Reporting ist das ja hier. Können wir eben hier auf ein Pattern, auf dieses Pattern zurückgreifen? Das Ausführen dieser Berechnungen bei jeder Abfrage ist jedoch ein äußerst ressourcenintensiver Vorgang, insbesondere bei großen Datenmengen. So, was können wir machen? Ja, erstmal, wir machen eine ähm, Collection-Datenbank, Collection, wo der Datensatz genauso drin ist, was wir gerade gesehen haben. Und. Wow, danke dir. für die Verwendung des coolen Vornamens. P. So, Feder. Er hat unser Bier bezahlt. <laughs> danke dir. Okay, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Ähm, Filmdaten, okay, also sagen wir mal, die wollen ja immer schnell die Daten haben. Wie viele Leute sehen denn den Film gerade? Und ganz schnell kann einfach hier aus der Filmdaten Collection das ganze geliefert werden in der Hintergrund wird aber bei der Vorführungsdaten Collection immer ein intensiver Aufruf stattfinden, wo dann die Aktualisierung in der Zwischenzeit vorne abgespeichert wird. Die spannende Geschichte ist ab wann die ganze linke Geschichte hier immer gestartet werden sollte. Ja, also erstmal in einer Umgebung mit wenig Schreibzugriff, ja, also hier links wenig Schreibzugriff. Kann die Berechnung in Verbindung mit einer Aktualisierung der Quelldaten erfolgen? Genau, ja. Also immer, wenn es eine Aktualisierung gibt, wird das links hier angetriggert. Aber unsere Clients müssen nicht immer darauf warten, bis er mal fertig ist, sondern es gibt einfach schon den letzten Datensatz eben aus der rechten Seite. Ja, äh, übrigens gibt es äh, dieses Szenario, was wir vorhin sehen, ähm, ist jetzt auch so beliebt geworden mit dem sogenannten CQLS-Pattern. Ja, das läuft mit Event-Sourcing sehr ähnlich ab. Kann man gut vergleichen. Ja, da kriegst du ja auch sogenannte Read-Models. Die Read-Models geben euch einfach schon mal den letzten Stand. Ja, aber äh, wenn die Write-Models eben irgendwas verändert haben, kann eben hier irgendwo ganz viel Energie passieren und irgendwann kriegt man diese Daten. Was aber schlecht ist an CQRS oder auch was wir hier in diesen Pattern sehen, naja, immer jeder, der gerade abfragt, das ist halt nicht wirklich gerade synchron das tatsächliche Ergebnis. Ja. So. Der Klassiker. Aus. So. So, die Auswahl der Update-Strategie ist am besten deinen Anwendungsentwickler überlassen. Ich glaube, jetzt habe ich was vergessen gehabt, ja. Die regelmäßigen Schreibvorgänge können die Berechnung in definierten Intervallen erfolgen, beispielsweise stündlich. Ginge ja auch, ja, könnt es auch sagen, jede Stunde. Wir hatten das bei unserer Crawler-Logik tatsächlich dann so gemacht, ja, der Crawler hat immer gesammelt und gesammelt und gesammelt und äh, jede Stunde war... Unser Reporting Dienst angelaufen und der hat dann sozusagen unser Read Model gebaut und wenn der Kunde eben einen Report haben wollte, kriegt er das halt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. In etwa erlebt ihr das auch ganz oft, zum Beispiel Google Analytics. Ja, ich weiß nicht, wer das von euch nutzt, da läuft das ja auch. Was glaubt ihr, warum die so schnell euch krasseste komplexe Auswertungen liefern können? Das ist einfach schon vorberechnet und ganz oft. Oh Gott, wo siehst du das noch mal? Steht auch da ähm, noch nicht verfügbar. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welches das war. Ich glaube sogar YouTube oder so. Ja, veröffentlicht mal ein Video auf YouTube. Ja, hab ganz stolz das zwei, dreimal selber geöffnet, aber es steht immer da keine Views. <laughs> okay, also selbst wie das abläuft, äh, ist mal ganz interessant. So, die Auswahl der Update-Strategie ist am besten dem Anwendungsentwickler überlassen, ja. Also, ein Riesenvorteil, Reduzierung der CPU-Auslastung bei häufigen Berechnungen. Also, wenn man abfragt für, für die Lesegeschwindigkeit, ja. Also damit hier, Abfragen sind einfach zu schreiben und in der Regel schneller. Klar, du kriegst halt alles so, wie du es brauchst dann. Was ist schlecht daran? Ja, es kann schwierig sein, den Bedarf für dieses Muster zu identifizieren. Weil... Du kriegst es erst mit, wenn es dir weh tut. Und am Anfang tut es oft nicht so weh, dann kriegst du noch schnell ein Ergebnis. Aber sobald du dann Hunderttausende von Datensätzen dann erstmal hast und merkst dann, naja, ist jetzt schon blöd. Jedes Mal, wenn unser Kunde das dann auswerten möchte, wartet er elf Minuten. Das geht nicht. Okay? Schließlich bezahlt er ja eure Software, eure Lösung, damit er sich die Zeit spart das anwenden oder überbeanspruchen dieses musters sollte aber auch vermieden werden ja denk ich immer ach das alles tut garantiert noch weh ja jetzt auch noch ein lecker was haben wir denn noch mal lustiger side fact hatte heute den äh, abbuchung der donation auf dem konto paypal betreff freier berater ich hatte kurz angst dass ich bei einem pornoportal gescannt <laughs> Ach, geil. Ja, ist irgendwie komisch. Ich musste, zwar habe ich das Paypal damals äh, eingerichtet für das elektron.net, dass wir da ein bisschen mehr Unterstützung auch kriegen. Ähm, und du musst dann irgendwie Organisation oder irgendwas auswählen und ich habe dann mehrere Sachen im Formular ausgefüllt und am Schluss bringt er den Blödsinn da rein. Hier, Compute Pattern gibt es hierzu eine Beispielimplementierung. Also, ich hätte jetzt nichts parat da, ja? Ähm, wow! Danke! XS Hammer, Hammer, Hamster, danke dir! Sorry fürs Aussprechen. Hammer, danke! Ähm, ich überlege gerade. Nee, äh, es ist so... Ich, man könnte zeigen, wie das Aggregation API, wie die funktioniert, also wo du wirklich Big Data-Auswertungen machst. Könnten wir uns später mal kurz anschauen. Und dann könnte man das in etwa abbilden, wenn du, wenn du Lust hast, wenn ihr Lust habt. Das wäre cool. Ja, super. Ja, wir haben ja Zeit. So, bei regelmäßigen Schreibvorgängen, baba. Okay. Ähm, aber bitte mich nochmal erinnern später. So, Document Versioning Pattern. Ey, das ist mega. Wenn wir mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, frühere Versionen von Dokumenten in MongoDB zu verwalten, ist das Document Versioning Pattern eine mögliche Lösung. Und ich mag das unheimlich gern, ja. Ähm, weil genau das ist ja das Geile eben mit dieser äh, Datenbank. Zum Beispiel haben wir hier ein Versicherungsszenario bin eigentlich nicht so der Fan von so Versicherungscode äh, und so, aber ein super Beispiel hier haben wir aktuelle Versicherungen, okay? Und das sind bisherige. Und wir wollen das jetzt ver ähm, version nicht versionieren, eine History, ja? Ja, doch, versionieren. Was haben wir hier? Bilbo und Gandalf. Und der Bilbo, der hat bisher sein Elfenschwert versichert, okay? Um, und er hat jetzt was ganz Besonderes, was er jetzt neu dazu versichern möchte. Ja, das heißt, das letzte Dokument von ihm wird gelesen. Kommt das neue Versicherungsobjekt dazu und er hat sein Elfenschwert und einen Ring, was jetzt versichert wird. Und jetzt funktioniert das so. Das neue Dokument kommt auch wieder zurück, wo es lag. Ja, aber das alte wird als eine Kopie in die Policies Reversions Collection abgelegt. Okay? Die alte Version, ja, wo noch kein Ring da war und dann die hauptsächliche Collection, wo wirklich immer die aktuellen Dokumente gelesen werden, da ist halt das neueste, die neueste Version da, das neueste Dokument. Ja, das Document Versioning Pattern enthält eine Voraussetzung zu den Daten in der Datenbank und den Datenzugriff. Also wir haben Voraussetzungen ab wann ihr das aber wirklich nutzen solltet. Ja, sind jetzt die nächsten Bedingungen erfüllt, ja dann go. <laughs> ja, Erstens, jedes Dokument enthält nicht zu viele Überarbeitungen. Ja, weil natürlich dann irgendwann eure History Collection in die Höhe schießt. Bei dem Versicherungsbeispiel perfekt, weil wie oft verändert ihr was bei euch bei der Versicherung? Ja, selten. Klar ändert sich mal was, aber halt selten und nicht permanent. Darum geht's, okay? Zweitens, es gibt nicht zu viele Dokumente zur Versionierung. Das passt eigentlich zu Schritt 1, ja, <laughs> weil wenn du ständig was dran ändern müsstest, dann hättest du ja irgendwann eben zu viele. So, drittens, die meisten Abfragen werden mit der aktuellsten Version des Dokuments durchgeführt, ja? Nur dann hast du mit diesen Pattern die meisten Vorteile. Ja, und das haben wir gesehen, riesen Vorteil ist, es ist super einfach zu implementieren. Ja, auch eben auf schon bestehende Systeme und das geile ist, es hat keine Beeinträchtigung der Leistung bei Abfragen in der neuesten Version. Was ist schlecht dran? Ja, ähm, es verdoppelt die Anzahl der Schreibvorgänge, ganz klar, ja, du hast die Änderung von deinem Dokument update und zack musst auch noch mal kopieren. Ist jetzt bei 100.000 User, die eure Plattformen nutzen, kann das schon ein bisschen doof sein, ja, zusätzliche Energie. Abfragen müssen auf die richtige Sammlung abzielen. Das ist wichtig. So, was haben wir denn noch? Extent Reference Pattern. So, umsetzen. So, das Extent Reference Pattern ist am nützlichsten, wenn in unserer Anwendung viele Join-Vorgänge ausgeführt werden, um häufig aufgerufene Daten zusammenzuführen, ja? Weil jetzt unser Dokumenten Kompass, Schema Kompass, gesagt hat, ihr sollt es referenzieren an der Stelle. Ja, es ist eine krasse End-zu-N-Beziehung. Da lässt sich nichts dran ändern. Ja, da musst du halt ja wirklich alles auseinandernehmen. Und dann haben wir jetzt hier so ein Beispiel. Okay, was haben wir hier? Den Kunden. Customer Collection. Hatten wir doch vorhin auch schon, ja. Chain -Do. Ähm, Was haben wir denn noch? Cool, was? Die hat meinen Twitter-Account geklaut gehackt arno arno ja was los jane hat was von mir gehackt kannst du mal die chain du hacken für mich Nee, geht gerade nicht für den mache ich nichts mehr okay <laughs> ihr seht ihr seht hier was haben wir order collection Customer-ID. Okay, ja, da hätten wir ja schon so einen Join, weil was brauchen wir denn, wenn wir hier eine Bestellung haben? Wir brauchen ihre Adresse. Und jetzt muss man halt hier jedes Mal diesen mühevollen Join-Vorgang aufrufen, wo wir wissen, dass es kacke ist. Okay? Und jetzt sagt das Pattern, na, du kannst mit einer ganz anderen Strategie rangehen. Ja, hier sehen wir es wieder schön. Ein Kunde kann N Bestellungen haben, wodurch eine 1 zu N Beziehung entsteht. Aus der Sicht der Bestellung ist es eine N zu 1 Beziehung zu einem Kunden? Das Einbetten aller Informationen zu einem Kunden für jede Bestellung, nur um die Join-Operation zu reduzieren, führt zu einer Menge doppelter Informationen. Darüber hinaus werden möglicherweise nicht alle Kundeninformationen für eine Bestellung benötigt, wie zum Beispiel mein Twitter-Account. Wofür ist der wichtig? Bei der Bestellung. Man will ja schließlich nur ihre Adresse haben. Ja? Da kommt nämlich das Extended Reference Pattern in Frage, ja, weil das bietet eine hervorragende Möglichkeit, um in dieser Situation umzugehen. Anstatt alle Informationen über den Kunden zu duplizieren, kopieren wir nur die Felder, auf die wir häufig zugreifen. Also in dem Fall die Adresse, ja, die wird direkt reinkopiert. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt sogar ganz oft das Szenario, wo das einfach perfekt ist, ja. Weil wenn ich jetzt beim Kunden die Adresse ändere, will ich nicht in der, bei bisherigen Bestellungen ja auch, dass sie geändert werden. Ja, da in einem Jahr ruft der Kunde an und sagt, ey, ich hatte doch mal bei euch was bestellt und dann können die in ihrer History nachschauen. Ach ja, ja, das war ja. Da haben sie noch in Berlin gewohnt und jetzt Nürnberg. Ah, äh, nee, in, in Nürnberg, jetzt äh, Finnland. Ja. Vorteile verbessert die Leistung bei vielen Joinern, aber nee, klar, wir brauchen kein Join mehr. Es kommt wieder alles so mit, wie wir es brauchen. Ja, es ist nur, es ist Umdenken. Das heißt, wenn ihr bei euren Pattern und so merkt, ja, es ist aber schlecht, weil das alles brauchen wir gar nicht bei dem einen drin. Geht mal alles drüber. Ja, dann denkt mal vielleicht an diesen Ansatz hier. Fügt doch eine richtige Kopie von dem anderen zusammen, was zusammen gehört. Ja, damit habt ihr natürlich enorm schnellere Lesevorgänge, weil ihr keine Joints habt. So, Nürnberg und Finnland. Da freut sich, freut sich mein Kumpel. So, aber, naja, das ist halt natürlich das Schlechte. Du hast eine Datenvervielfältigung. So. Und ganz ehrlich, das ist so geil passend jetzt. Das ist. Es ist einfach nur, einfach nur geil. Ähm. Es ist einfach nur. Wow, amazing. Weil. Das nächste Pattern passt jetzt dazu, Peter. Peter? Das ist extra. Extra für dich. Das Ausreißer-Pattern. <laughs> Geht aber nicht bis Finnland. <laughs> Ja, so ein kleiner Insider, der musste sein. Aber das passt jetzt so, oder? Ausreißer. Ausreißer-Pattern, ausreißen. Naja, egal. So. Passen einige Abfragen oder Dokumente nicht zu den typischen Datenmustern, führen diese Ausnahmen zur Anwendung. Das ist ja gar kein. <laughs> ich dödel. Also, passen einige Abfragen oder Dokumente nicht zu den typischen Anforderungen, wie es bei euch so abläuft, ja? Dann. Ist das Outlier-Pattern eine hervorragende Lösung? Also, ja, warte mal, ich versuch's mal auf den Peter. Also, sagen wir mal, du bist halt in Nürnberg und Deutschland, du hast viele Freunde, es ist eigentlich alles viel, total schön, ja. Und jetzt gibt's halt ein Szenario, wo man sagt, okay, in dem Land, da gibt's halt schon einen Vorteil, das ist schon ziemlich cool. Willst aber vielleicht gar nicht alles umstellen, <laughs> okay? Dann kommt das Outlier-Pattern zum Einsatz, um kundenähnliche Produkte zu zeigen. Wird dem Produkt die User-ID eines Kunden in einem Array gespeichert. Ähm, was wir zum Beispiel kennen mit Amazon, ja Kunden, die das bestellt haben, bestellten auch. Darum geht's. Okay? Schaut in etwa so aus. Passt zu Amazon? Ja, wir haben so eine so ein Buchtitel hier. Oh Gott, was ist das? A Record of Line of Olga. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben das irgendwie so Drei, vier User gekauft <laughs> und das ist halt bei Büchern sind die Verkaufszahlen heutzutage halt nicht mehr so gigantisch und da passt es auf, ja, dass wir diese Infos haben, welcher User hat denn dieses Produkt so bestellt und später gehen wir mit einer klugen Logik drüber und können eine super Auswertung darüber ermitteln, okay? Und das mag zwar in 99,99 ,99, 99 der Fälle funktionieren. Aber was passiert, wenn J.K. Rowling ein neues Harry Potter Buch veröffentlicht und die Verkaufszahlen in die Millionen steigen? Okay, und das ist der Ausreißer. Das heißt, jetzt müssten wir die gesamte Schema alles umbauen, unser Programmcode extrem umgestalten, nur weil wir so gewisse Ausnahmesituationen haben, dass es so eine Millionenzahl gibt. Das ist. Das ist Blödsinn, ja. Und deswegen hilft uns dieses Pattern, wie wir eben etwas anders umgehen können in solchen Situationen. Und zwar, die Neugestaltung unserer gesamten Anwendung für diese Ausreißersituation kann zu einer Leistungsminderung für das typische Buch führen, die wir jedoch berücksichtigen müssen. Wenn über das von uns festgelegte Limit zum Beispiel von 1000 Artikeln hinausgeht, wird ein neues Feld hinzugefügt. Um das Buch als Ausreicher zu kennzeichnen. Ja, das heißt, wir tun uns einfach ein neues Feld hinzufügen. Has Extras. Okay. Und man sieht schon, wir haben User 999. Und sagen wir, ab den tausendsten User äh, speichern wir alles in eine eigene Collection ab. Ja, weil das passiert wirklich ja nur in Ausnahmesituationen. Dass wir hier das notwendig hätten. Und wenn diese Ausnahmesituation in Kraft tritt, haben wir unseren Flag hier gesetzt, ja. Und äh, der Vorteil ist, weil zu so 99% unserer Anwendung das ja alles so gar nicht braucht, kriegt die in ihrer perfekten Performance alles unverändert, einfach so, wie es immer funktioniert hat. Und für diese Ausnahmeszenarien müssen wir halt in unserem Programmcode dann abfragen: ey, bist du diese krasse Ausnahme? Wenn ja musste halt nochmal aus der anderen Collection auch nochmal Daten bitte nachziehen. Ja, also wir würden dann die Überlaufinformation in ein separates Dokument verschieben, das mit der ID des Buches verknüpft ist. Innerhalb der Anwendung können wir feststellen, ob ein Dokument ein Feld has Extras mit dem Wert true hat. In diesem Fall würden, würde die Anwendung die zusätzlichen Informationen abrufen. Ja, also ziemlich cool, weil es verhindert, dass einige Dokumente oder Abfragen die Lösung einer Anwendung bestimmen. Abfragen sind auf typische Anwendungsfälle zugeschnitten, Ausreißer werden jedoch weiterhin angesprochen. Was ist daran schlecht? Ich glaube, da haben wir auch schon einiges gehört, ja. Also du kannst nicht mehr ad hoc direkt alles äh, abfragen, ja. Großteil des Musters musst du auch in deinem Anwendungscode extra berücksichtigen. Musst ja immer fragen, ob es hier Extras gibt. Yo, ah, das nächste Pattern ist cool. Da hatten wir sogar, als wir letztes Mal mit Mongo rumgespielt haben, wollten wir da was ausprobieren. Und das wollte ich nämlich zeigen, dieses Pattern. Hatten wir es am Schluss hingekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Bist du noch da, Hans-Jörg? Ich glaube, du warst doch dabei. Was hat der Gregor geschrieben? Lizenzgebühr für die... <laughs> Muss ich mir alles gleich nochmal anschauen. So, Polymorphic Pattern. Das Polymorphic Pattern ist die Lösung, wenn es eine Vielzahl von Dokumenten gibt, die mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede aufweisen und die Dokumente in einer einzigen Sammlung aufbewahrt werden müssen. Stellen wir uns vor, Unsere Anwendung verfolgt professionelle Sportler über alle Sportarten hin. Aufzeichnungen von Profisportlern weisen einige Ähnlichkeiten, aber auch einige Unterschiede auf. Schauen wir uns doch mal solche Beispieldatensätze an. Also, Athletname, den teilen Sie sich, ja? Äh, Sport, was für eine Art von Sport? Was haben wir noch? Was hat man denn in seiner Karriere hier alles so verdient? Und dann unterscheidet sich das Ganze schon mal. Aber was schon mal gleich ist, wären ja schon mal diese Felder, ja. Sport, Athletname, die Earnings. Dann natürlich unten haben wir noch Titles, ja. karriere Titles. Ich glaube, die wären auch noch gleich. Ähm, ansonsten gibt es dennoch Unterschiede, ja. Also bei Tennis gibt es noch den Typ, Singles. Ich bin jetzt da nicht so fit, was damit gemeint ist. Aber Titel, ja, hat sie 167 gekriegt, die Martina. Um, und da oben Titel bei Baseball heißt es nicht Titel, sondern irgendwas mit den ersten 300 Games. Ich bin da nicht so fit. Aber ihr seht, glaube ich, woran es ankommt. Also im Prinzip sind sie sehr identisch, aber jeder hat für sich noch mal seine eigenen Felder. Und was ja MongoDB unterstützt, ist ja, du kannst ja es eben passend auf deine Datentypen dir liefern lassen. Sagst jetzt, ich will bitte alle Tennisspieler haben. Und dann gibst du deinen Tennisspielerklasse rein, aber auf dieselbe Collection Sportler. Und das funktioniert genauso ähm, umgekehrt mit dem Baseball. Du kannst einen Baseballspielerklasse haben und sagen, geh bitte auf die Spieler und kriegst dann genau die Felder rein. Ähm, und das ist halt schon cool. Also du kannst zwei wirklich unter einem Dach und Fach zusammenbringen. Wenn wir nicht das Polymorphic Pattern verwenden, haben wir möglicherweise eine Sammlung für Bowling-Athleten und eine Sammlung für tennis -Athleten. Wenn wir alle Athleten aber abfragen wollen, müssen wir eine zeitaufwendige und möglicherweise komplexe Verbindung herstellen. Dieses Entwurfsmuster kann auch in eingebettete Unterdokumente einfließen. Ja, zum Beispiel das Attribut-Pattern. Ich glaube, irgendwie so würde ich es dann in Kombination nutzen. So, Riesenvorteil. Es ist halt super einfach zu implementieren. Abfragen können eben mit einer Sammlung ausgeführt werden. Und auch wenn das relevant ist, würde ich dieses Pattern dann auch auf diese Art und Weise bevorzugen. Ja. Schlecht daran gibt es eigentlich nichts einzuwenden. Ja. Oh ja. Oh, jetzt kommt dann gleich mein, 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 mein Liebling. Also einer meiner Lieblingsentwurfsmuster neben den sogar Dokument-Versioning. Weil das ist halt. Mach das mal mit einer relationellen Datenbank, ja? Das da. Mach das einfach mal. Ja, ja. geh mal hin zu einem SQL-Server-Entwickler und sag, du, ähm, du möchtest bitte jetzt die, eine Versionierung einführen zu den Datenschema. Dann kommt da nur. Eigentlich, eigentlich, wenn du dann zu dem Datenbank-Chefe sagst, hier, das willst du haben, Schema-Versionierung. Ah! Gehst zu einem MongoDB-Entwickler und sagst, ja, ich hätte gerne eine Schema-Versionierung. Wow, amazing! Ja, amazing, cool, mach mal. Macht Spaß. Versionierung mit Entity-Framework, kein Problem, oder? Ähm, naja, du kannst es halt nicht in den laufenden Betrieb ändern. Hast du das schon mal probiert? Ja, da gibt es natürlich die Entity Framework CLI, damit kannst du so eine Migration ausführen, aber in einem laufenden Betrieb ist das alles ganz, ganz schwer. Und vielleicht willst du, ähm, ähm, willst du aber auch zwei Versionen gleichzeitig am Laufen haben und damit kommt so ein OR-Mapper gar nicht klar, weil du hast jetzt irgendwie deine Datenklassentypen geändert. Der OR-Mapper merkt es beim Aufruf und sagt, arr, arr, mach ein Upgrade-Skript, <laughs> erstes Skript generieren lassen, dann ausführen und pff. ganz ehrlich, Mission failed. We'll get them next time. <laughs> ey, da brauchst du echt. I've got balls of steel. <laughs> Ohne Scheiß, ich habe einfach darauf keinen Bock. <laughs> Deswegen, ey, Trainings oder so, wenn ich Anfragen kriege. Ich meine, ich kann mit Entity Framework Core und so umgehen, aber ich, ich habe halt einfach keinen Bock drauf. Also, da müsstest du so viel Schmerzensgeld bezahlen. Das, aber ich weiß nicht, selbst das ist, Geld ist halt nicht alles. Ne? So, schauen wir es uns an. Ich, ich wollte die Spannung natürlich noch halten. Jetzt schauen wir es uns an, was sich auch dahinter verbirgt. Nahezu jede Anwendung kann von dem Schema-Versioning-Pattern profitieren, da Änderungen am Datenschema im Laufe der Lebensdauer einer Anwendung häufig vorkommen. Ja, das ist ja das, wo ich gesagt habe, deswegen sind relationelle Datenbanken für uns nicht gemacht, für uns Entwickler. Dieses Muster ermöglicht, dass frühere und aktuelle Versionen von Dokumenten nebeneinander in einer Sammlung vorhanden sind. Und das ist euch, ich liebe diesen Spruch, das einzig konstante im Leben ist Veränderung. Stimmt's Peter? Finnland. Mann, ich will's eigentlich gar nicht. Dies gilt auch für das Datenbankschema. Schauen wir uns einen Anwendungsfall für ein Kundenprofil an. Wir beginnen, Kundeninformationen aufzubewahren, vor es eine Vielzahl von Kontaktmethoden gibt. Ja, sag mal, Peter, du hast hier dein Startup gegründet und äh, du tust jetzt deine Kunden abspeichern und da kriegst du meinen, mein Lieblingskunde. Ja, ich, sag, ey, das ist ein Kunde, sage ich euch, der mir Nerven gekostet hat. Unglaublich. Das ist so ein Akrotyp. Aber da ist er. Ja, kriegst du den Anakin Skywalker, den kleinen kleinen Jungen. Und äh, du willst halt seine Kontaktmöglichkeiten abspeichern. Und früher war das so, ja, zu Hause oder in der Arbeit, ja. Irgendwo kannst du ihn halt dann telefonisch mal erreichen. Aber mit den Jahren, in denen immer mehr Kundendaten gespeichert werden, stellen wir fest, dass auch Mobiltelefonnummern gespeichert werden müssen. Okay, so also, wann war das iPhone rausgekommen 2007? Ja, also Homework und Mobile. Erweitern, kein Problem. Ich meine, das machst du auch ohne Probleme bei einer relationellen Datenbank, ja. Aber jetzt ist noch mal ordentlich Zeit vergangen, ja. Und wir stellen fest, dass immer mehr Menschen überhaupt nicht mehr gar kein Telefon mehr zu Hause haben. Also sogar bei uns auch, ja. Ähm, ich glaube, wir haben eine Festnetznummer, <laughs> aber wir haben überhaupt kein Festnetztelefon. Handys, Internet. Wer von euch hat denn noch ein Festnetztelefon und Benutzt das wirklich noch regelmäßig? Würde mich mal interessieren. Würde mich wirklich interessieren. Ja, andere Kontaktmethoden sind uns deutlich wichtiger geworden. Hier zweimal und ja, echt. Also ihr tut wirklich zu Hause mit einer Festnetznummer wo anrufen. Aber ihr habt doch auch ein Handy. Das wäre ja mal interessant. Gut. Ich ah. <laughs> der, der ist geil. Der ist geil. Und böse. Böse. Weil damit Mama anrufen und sonst immer ist der Stecker gezogen. Oh, ist das übel. Hey, mein Sohn, jedes Mal, wenn ich versuche, dich zu erreichen, dann sagst du: Ja, Mama, ich hab dich halt so <laughs> lieb. Haufen äh, Oldschool-Kontakte. Tatsächlich, echt? Oh, ist das interessant. Krass. Okay, nehme ich alles wieder zurück. Aber zumindest die Kunden hier. Die haben kein, kein Telefon mehr zu Hause. Die wollen andere Kontaktmöglichkeiten: Twitter, Skype, Google Hangouts. Wobei ich gehört habe, Ende des Jahres ist Google Hangouts weg. Wusstet ihr das schon? Ja. Und ähm, das neue Schema, äh, wo sind wir hier? Genau. Das neue Schema, was wir jetzt dazu wollen, wird mit einem Schema Version Feld erstellt. Ja, ist ein Beispiel, ihr könnt es nennen wie ihr wollt. Plup-Feld sagt halt nur nichts aus, um was es geht. Und in diesem Feld kann unsere Anwendung wissen, wie mit diesem bestimmten Dokument umgegangen wird. Sieht dann ungefähr so aus. Ja, jetzt bringen wir hier ein neues Feld rein mit Schema Version 2 und wir sehen, dieses Schema ändert sich ja, indem jetzt plötzlich hier ein Contact Method da ist und jede Kontaktmöglichkeit wäre hier ein eigener Datensatz. Und das ist ja ein riesen Unterschied zu dem vorherigen Schema, was wir da gesehen haben. Aber wir müssen jetzt nicht alle bestehenden Daten ähm, ändern. Mit Schema-Version 1 zum Beispiel. Ja. Weil wir können davon ausgehen, dass Dokumente, die dieses Feld nicht haben, einfach Version 1.0 sind. Und bei neuen Datensätzen, die gespeichert werden, verwenden wir natürlich die aktuellste Schema-Version. Ja. Klar, man muss den Anwendungscode. Beim Client muss man das berücksichtigen und abfragen, aber ganz ehrlich, ich habe lieber in meinem Programmcode so die Kontrolle drüber, dass ich sowas abfrage und damit umgehe, bis man mal so ganz umzieht, als dass ich so eine Migrationshölle durchlebe, wie bei relationellen Datenbanken oder hier mit Entity Framework und so weiter. Und das Geile ist halt, wie schon gesagt, das kannst du halt alles auf einem laufenden Betrieb auch schön. Schön umstellen und machen, ohne dass das große und ganze zusammenstürzt. Also. So. Ja, Vorteil. Keine Ausfallzeiten erforderlich. Ja, das ist echt sexy. Steuerung der Schema-Migration. Und reduziert zukünftig technische Schulden. Aber der Nachteil. Es benötigt möglicherweise zwei Indizes für dasselbe Feld während der Migration. Okay? Kann nicht alles perfekt sein. Ne, was ihr für Ansprüche habt. <laughs> Ach, süß. Ja. Ja, mein, 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 mein zweiter Sohn ist jetzt schon über einen Monat alt. So schnell vergeht die Zeit. Der Antritt ist dann gleich 3. Das ist Wahnsinn, ne? So, aber äußerst ruhiger geworden. Das Subset-Pattern behebt das Problem, dass die Kapazität des Arbeitsspeichers nicht überschreitet. Da bei großen Datenmengen ein Großteil der Daten im Dokument nicht von der Anwendung verwendet wird. Okay, was ist damit gemeint? Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Bam, super Widget. Ah ja, genau. Jetzt sage ich, ich muss auch immer mal reinkommen bei den Patterns. Aber geil. Das ist ein super geiles Pattern, was zum Beispiel für Blogs auch noch benutzt wird. Erkläre ich gleich. Konzentrieren wir uns hier auf einen Online-Shop. Und zwar kennt ihr das ja, wie ihr bei Amazon einkauft. Ihr geht auf die Webseite, ihr klickt auf die Bewertungen und zeigt mir erstmal die schlechten an. Okay? Aber du als Anbieter willst natürlich zu jedem Produkt die schönste Seite zeigen, ja und sagen, ey, guck mal, es gab ja drei, die fanden es aber mit fünf Sternen toll. Die anderen 300 mit ein Sternchen, die brauchen wir erstmal nicht. Und genau darum geht's, ja. Schaut euch das mal an: die Elternkinder, sag mal, ihr habt einen Haufen Kinder hier, ja, die aber nicht unbedingt sofort von Bedeutung sind. Aber ihr möchtet eigentlich schon gleich etwas anzeigen. Und genau darum geht es in diesen Pattern. okay? Weil hier ist immer Folgendes, ja. Christine hat hier Christina hat fünf Sterne vergeben. Uh, Trina hat gesagt nein drei. Der Hans war voll unglücklich. mäh, Ja und Pablo war wieder mega amazing. Wow amazing. Okay. So und was machen wir? Bam. Die ganzen Schlechten kommen erstmal raus in eine eigene Collection, in die sogenannte Review Collection. Und derjenige, der unser Produkt im Shop sehen will, bekommt die Produktinformation, bekommt auch schon mal die ersten Infos, was die Sternchen angeht, die, die guten Bewertungen mitgeliefert. Also alles Notwendige. Und was ich jetzt gemeint habe, womit das super vergleichbar ist, ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel einen Blogpost in einer NoSQL-Datenbank abbilden würdest. Und sagen wir mal, naja. Also, wenn du überhaupt am Anfang einen Kommentar schon mal kriegst, dann bist du ja schon mal mega happy, wenn es kein Spam ist, ja, irgendein so Bot. Aber sag mal, du hast halt so einen geilen Artikel geschrieben, wo plötzlich Tausende äh, dir Kommentare liefern. Dann kannst du halt immer sagen, äh, die neuesten Kommentare zum Beispiel, die hältst du dir hier. Und den Rest der Kommentare lädst du raus. Und das bedeutet, der Benutzer geht bei deinem Blog runter. Sieht schon mal ein paar Kommentare, klickt dann vielleicht auf mehr Kommentare oder vielleicht erkennst du es am Scrollbalken und läd, lädst asynchron den Rest nach. Aber dieses erste und wichtigste Ergebnis geht halt einfach in einer unheimlichen Geschwindigkeit. In der Product Collection werden nur die zehn neuesten Bewertungen gespeichert. Auf diese Weise kann die Arbeitsmenge reduziert werden, indem nur ein Teil oder eine Teilmenge der Gesamtdaten eingegeben wird. Ja, die zusätzlichen Informationen, in diesem Beispiel Bewertungen, werden in einer separaten Bewertungssammlung gespeichert. Riesenvorteil, ja, das reduziert die Gesamtgröße beim ganzen Auslesen, was vielleicht auch gar nicht dann gebraucht wird. Kürzere Festplattenzugriffszeit für die am häufigsten verwendeten Daten. Und schlecht. Naja, wir müssen halt eine Teilmenge verwalten. Das ist halt. Und das Abrufen zusätzlicher Daten erfordert zusätzliche Fahrten zur Datenbank. Das ist natürlich schlecht, ne? Was sagt ihr dazu? Hm? Hm. <laughs> es ist ja nicht, dass ich zu viel verrate, nicht, dass da noch was kommt. Ich habe davon gehört. Ich habe selber noch nicht technisch gesehen. <lacht> ja, <lacht> aber ihr sagt was. Das ist nett. Ähm, wie Facebook zum Beispiel. Das macht finde ich mega interessant. Zum Beispiel, was passiert, wenn ihr ein eine Nachricht veröffentlicht. Was passiert mit dieser Nachricht? Ihr habt jetzt um die 2000 Freunde. Ich glaube, das ist schon mal erweitert worden auf Maximum 4000, aber eine lange Zeit konntest du maximal 2000 Freunde haben. Der Durchschnitt ist bei 12300. Wahrscheinlich haben sie es deswegen erhöht. Auf jeden Fall, du schickst eine Nachricht raus und die bekommen das dann alle. Fragezeichen. Hochinteressant ist, also, du hast zu deinem Profil eine, ein Timeline-Property mit einer Collection von Nachrichten. Und jetzt ist das so, ähm, durch eine gewisse Facebook-Logik, mit wem ihr am meisten irgendwo mal interagiert habt. Wo seid ihr bei Posts immer ein bisschen länger hängen geblieben? Wo habt ihr ein Like gegeben oder nicht? Das merkt sich Facebook im Hintergrund. Und ihr bekommt zu diesen Usern, wo ihr eine stärkere Interaktivität habt, ähm, wenn der etwas postet, bekommt ihr diesen Post als Kopie bei euren Timeline äh, Array. Okay. Der Witz ist, es bekommen aber nicht alle seine Freunde etwas. Ja, eure Tausend noch was Freunde kriegen vielleicht gar nicht mit, dass ihr gerade gepostet habt, weil Facebook dazu schon entschieden hat mit einem bestimmten Algorithmus, dass du gar nicht so hoch interessant bist für Denjenigen oder umgekehrt. Ja, beobachtet das, geht mal bei eure Freundesliste rein und von dem ihr schon länger nichts mehr gesehen oder gehört habt, klickt mal auf sein Profil, dann seht ihr, oh, da hat er ja doch mal ein paar Mal was geschrieben und ihr werdet feststellen, in Zukunft bekommt ihr immer äh, dann auch diese Sachen nachgelesen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, warum ich das erzähle, weil das auch genau nach diesem SQL schema läuft. Genau deswegen kriegt ihr in so einer hohen Geschwindigkeit so eine fertige Timeline aufbereitet. Und die ist aber ganz exklusiv für euch. Ja, okay. Ähm, ist immer interessant zu wissen, wie die Großen das da machen. Tree Pattern. Deswegen übrigens, Löschen ist dann auch immer lustig. Habt ihr schon mal einen, einen Tweet, eben einen Facebook Post, habt ihr das schon mal gelöscht und habt dann trotzdem mal eine Notification mit Kommentar, Like und hin und her und denkst dir, was geht jetzt ab? Ganz interessant. Tree Pattern. Also, wenn Daten eine hierarchische Struktur haben, naja, kann mal vorkommen und häufig abgefragt werden, ist das Tree-Pattern das zu implementierende Entwurfsmuster. Ah, ja, ja, da kommen wir, das ist echt ein guter Punkt. Sie möchten beispielsweise die Berichtskette von einem Mitarbeiter zum SEO identifizieren. Das passt nämlich doch wieder zu dem Facebook-Ding jetzt. Puh. Ähm. Ist jetzt genial, ja. Ich sehe ja immer ungefähr, wie viele gerade live sind. Es waren gerade noch deutlich über 10. Auf Einschlag steht eins da. Ich erzähle nie wieder was über Facebook. Oder alle sind raus und schauen sich das jetzt an. Ey, ich bereue es. Ich bereue es. So. Äh. Also. Zwei Tabellen. Mal hier, okay. Employee-Name, genau. Mit was haben die denn miteinander zu tun? Sagen wir es wären jetzt unterschiedlichste Collections. Scha ähm Und zwar schauen wir uns nur einen Datensatz an. Es ist halt eine N zu N, äh, 1 zu 1 äh, verteilte. Äh, äh, schauen wir es uns an. David Wallen, CEO, hat immer direkt zu 2 mit Jan Levinson zu tun. Und der hat immer mit 1 zu tun äh, mit ihm. Ja, sieht ihr, also die haben sich jetzt gegenseitig referenzieren sich diese. Und genauso, dass du dir die IDs merkst, würdest du es ja eigentlich sogar auch bei Mongo abspeichern. Klar, irgendwie musst du ja diese Sachen auflösen können. Das Coole ist, für solche krassen, hierarchischen, komplexen Abfragen bietet MongoDB den Operator Dollar Graph Lookup ja, zum Navigieren in den Daten als Diagramme. Das ist geil, ja. Also du kannst, MongoDB ist zwar keine Graph-Datenbank, aber du kannst auch mit einem Graphenschema arbeiten. Es ist schon ziemlich geil, dass das geht. Aber, wenn du natürlich das permanent auch so brauchst, ist es nicht das hochperformanteste, so ein Lookup. Ja, ein Lookup ist bei dem übrigens stellvertretend für Join. Das heißt, du würdest sowas machen wie ein Graph-Join. Ja, das kann, könnte halt eine Lösung sein, aber wie schon gesagt, wenn Sie jedoch viele Abfragen dieser hierarchischen Datenstruktur durchführen müssen, möchten Sie möglicherweise dieselbe Regel zum gemeinsamen Speichern von Daten anwenden, auf die gemeinsam zugegriffen wird. So, alternativ können wir den vollständigen Pfad von einem Knoten zum Anfang der Hierarchie speichern. Ja, ganz klar, Hart. So, ja. Wer kann alles mit Albert reden? Ich habe ja nur einen Satz mit euch aufgelöst, aber es gab viel mehr Abhängigkeiten noch zu dem Alpert äh, Halpert und zwar äh, ja Reports to. und dann schreibt man direkt die Kontakte zum Beispiel mit rein. Hier sehen wir es noch mal äh, auf ein Produkt bezogen. Ja, was haben wir hier? Eine Terabyte Platte und dann sehen wir hier einfach knallhart die Kategorien hier referenziert. Ja, und das ist auch das gute Beispiel wo wir mit der Rezeptdatenbank hatten mit der Rezeptlösung ich auch aber komisch dass trotzdem eins da steht ich glaube es sind schon deutlich mehr da ich glaube das ist äh, die Datenbank die Twitch nutzt <laughs> die einen fail weil ich kann mir das auch nicht vorstellen so ja also im Prinzip das sind die tags von unserem rezept so könnten wir uns das vorstellen und das bringen wir knallhart rein, weil wir bekommen alle technischen Möglichkeiten, um es einfach aufzulösen. Aber für das gängigste Szenario denkt man nach, was wird man denn am meisten wollen von dieser Rezeptsoftware? Naja, man will immer das Rezept sehen. Natürlich fügt man mal neue hinzu, bearbeitet diese oder ändert was. Ähm, bearbeiten und ändern. Aber das häufigste Ding, was, das, was, was die Datenbank liefern soll, sind einfach die Daten aufbereitet, dass sie da sind. Okay. Also, du kriegst nämlich dadurch eine enorme Leistungssteigerung, weil du halt mehrere Joints nicht brauchst. Der Nachteil, ja, wenn du mal Aktualisierungen von solchen Daten vornehmen möchtest, musst du das halt von der Anwendung aus verwalten. Yo, das waren sie, die elf Patterns. Das waren sie. Vielleicht habt ihr ja sogar auch schon selber. Habt, habt ihr irgendwelche Patterns? Achso, jetzt, jetzt war kein fortgeschrittener Mongo-Entwickler da, oder? Weiß ich gar nicht. Habt ihr irgendwelche Patterns davon sogar genutzt? Oder was war euer Favorit-Pattern? Das würde mich auch interessieren. Also, ich finde ja allein das Schema-Pattern, finde ich, ist immer unschlagbar. Der Ausreißer, der ist auch geil. Doch, der ist auch cool. Der ist auch cool. Ich, eigentlich finde ich viele cool. Ich fand auch manche sind ein bisschen langweilig, aber sie gehören halt dazu. Ja, was ist natürlich das Fazit? Also da, das Dokumentenmodell bietet viel Flexibilität bei der Modellierung. Flex, deswegen das Bild. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mal das Bild werden, ändern. Das, das, da kommt niemand drauf. <laughs> aber hier schnecken langsam leistungsprobleme sind häufig auf ein schlechtes schema-design zurückzuführen. das ist ein wahnsinnig spannender punkt und zwar ähm, habe ich ganz oft festgestellt wenn kunden mit mongodb und nosql einen proof of concept aufbauen und dann haben sie häufig weil sie ja das schon gewohnt sind in ihrer welt diesen proof of concept fertig gehabt also das bedeutet mit c sharp und sql server und entity framework und danach wird versucht, das, was sie da gemacht haben, das halt auf NoSQL irgendwie das abzubilden und nachzumachen. Und wie ihr aber mit den Patterns und heute auch mit der Einführung gesehen habt, dieses NoSQL-Denken, ja, dieses Dokumentenorientierte mit diesen Regelwerken, wir haben ganz andere Möglichkeiten, das ist einfach eine ganz andere Denke, die dahinter steckt. Und die haben sie häufig nicht, wenn sie diese Proof of Concepts aufbauen. Und dann bauen sie es halt irgendwie rein, wie sie es ungefähr irgendwie gewohnt sind. Haben dann auch immer überall irgendwo ihre Joins. Und sagen, naja, also so viel schneller als wie der SQL-Server ist das jetzt auch nicht. Ja, und, und, und dann spüren die auch an bestimmten Stellen die ganzen Vorteile nicht. Und dann fliegt es mal durch, ja. Und überall, wo ich mir wirklich angeschaut habe, wo es dann hieß, hier guck mal. Kann man nicht machen mit NoSQL oder das ist da, dazu ist Mongo nicht in der Lage. Und ich habe mir hinterfragt und mir das angeschaut, war wirklich Fehler Nummer eins, das falsche Schema-Design, falsches Verständnis zu diesem ganzen Vorgehen. Das ist Fehler Nummer eins. Man, muss, man darf nicht von dem Proof of Concept von der anderen Anwendung das eins zu eins dann für sich so wiederverwenden in dieser Welt. Da muss man mit einer anderen Denke neu rangehen. Das klappt sonst nicht. Ja, dann, dann holt ihr nämlich nicht das Beste aus dieser Datenbank raus oder aus dem Konzept. So, im Prinzip haben wir jetzt Zeit zum Spielen. Ja, weil eigentlich sollen es ja nicht immer Folienschlachten sein. Aber bei so Entwurfsmustern jetzt jede einzelne Lösung hier als Programmcode mal zu öffnen, ich glaube, es war jetzt einfach schöner, dass wir mal so drüber sind, haben mal Vor- und Nachteile gesehen. Ähm, es gab ja noch einen Wunsch, ja, von von das Otze. Wenn, wenn du möchtest, dann machen wir das gerne gleich mal durch, dass wir das Computed Pattern äh, mal einbauen und mal anschauen, wie das so funktioniert. Aber ansonsten, ja, wenn noch jemand Fragen hat oder sich ein bestimmtes Pattern wünscht, das mal implementiert zu sehen, haben wir jetzt Zeit dazu. Ähm, ich habe auf der Basta-Konferenz schon mal was dazu erzählt, ist aber auch ja, auf eine Stunde gekürzt, die wichtigsten Infos mit dem Schemakompass und alles. Da wiederholt sich es nochmal ein bisschen, ist aber halt nochmal kürzer und reißerischer zusammengefasst. Es gibt auch nochmal den Livestream zu dem gleichen Thema, der ganze vier Stunden geht. Ähm, allerdings, die Folien, wer die haben möchte, zu diesem Schema-Design. Zum Beispiel mit dem Kompass, wenn ihr den bei euch haben möchtet, äh, dann ladet den hier runter unter folgenden Link. Ich lasse den jetzt immer mal kurz eingeblendet. Und dann hole ich kurz langsam Luft und dann können wir ein bisschen coden. Ja, aber geil, dass du dabei warst, Peter. Super, hat mich voll gefreut. Wir müssen jetzt endlich echt grillen. Okay, ähm, ich bringe den nächste Geschenk mit. Ja, hier MongoDB c -Shop. das tue ich auch nochmal rein. Also wer mal jetzt aus der .NET-Welt kommt und möchte wirklich für Schritt für Schritt für so eine kleine Immobilien-App aufbauen mit ASP.NET Core und wo im Backend MongoDB zum Einsatz kommt, dann könnt ihr die Folien euch schnappen und Schritt für Schritt mitmachen. Ich lasse es kurz eingeblendet und äh, ich hole kurz Luft und dann können wir auch gleich wieder mit was richtig spannenden durchstarten und zwar mit dem ganz speziellen sonderwunsch ein pattern zu implementieren wobei also ich muss noch überlegen wir brauchen irgendwie eine masse von daten und die muss dann immer ausgewertet werden und dann brauchen wir ein ergebnis das könnt ihr euch ja schon mal einfallen lassen was wollen wir denn für Daten ausgewertet bekommen und als View? Wollen wir so eine Filmliste machen? Dann, dann tun wir. Wir generieren einfach 10.000 Datensätze. <laughs> und das, das muss, also es muss was mit Absicht sein, wo einfach ein bisschen echt lang dauert, bis man dann ein Ergebnis bekommt. Und dann müssen wir so ein Zwischenergebnis machen. Ich glaube, da muss man, weil es wäre natürlich cool, wenn man irgendwas machen könnte mit Mongo -Shell Only. Außer ihr sagt dann, ihr wollt das in C-Shop sehen oder in Node.js, dann können wir das auch noch machen. Okay, also dann muss ich da mal schnell hinspringen. Wer ist denn eigentlich aus, ist, ist noch jemand da aus der Meetup-Gruppe? My Death Zone. Ist jemand dabei, der darüber aufmerksam geworden ist? Würde mich interessieren. Compute Pattern. Das war's, ne? Das Compute Pattern. Und da hatten wir das doch so. Wir wollen einen Durchschnitt sehen. Wer hat denn alles diesen Film schon gesehen? Äh, Views, ja. Und... Wenn ich jetzt nur mal ein Ergebnis haben will, wie viele insgesamt den Film gesehen haben, ja, dann muss ich erstmal alle Datensätze dann was zusammenzählen lassen und dann kriege ich irgendwann meinen speziellen Filmdatensatz. Dauert ewig lang, bis ich dann mal mein Ergebnis sehe und bei 100 Leuten, die das permanent aufrufen oder tausenden von Usern, ist halt die CPU ordentlich am Werken. Wenn du das aber eben schön auftrennst, dass hier halt... Äh, Getrennt immer schon eine fertige Datei da liegt, ja, dann könnt ihr mal schon mal zugreifen und durch eine ganz spezielle Bedingung geben wir dann vor, dass das hier hinten aktualisiert wird. Zum Beispiel, wenn die Daten sich ändern, wenn es nicht so häufig wäre. Oder? Das ist doch ein guter Vorschlag. Das Problem ist jetzt, was ich brauche, ist das hier: Vorführungsdaten. Und zwar eigentlich einen Haufen. Gibt es die nicht vielleicht sogar schon fertig? Wie wünschst du dir denn das zu sehen, das Otze? Du hast dir das auch gewünscht. Hm. Wünscht dir was? Was wünscht dir? Hm. Also mein Wunsch wäre, ich will unendlich weitere Wünsche. Gibt's nicht? Gibt's eine Filmdatenbank? Aber das siehst du niemals weltweit, wo was ausgestrahlt wurde, oder? Niemals. Oh, Mensch, 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 ich, ich überlege, wie wir das jetzt am besten machen. So, jetzt mein Use Case ist: Protokolle so 20k aufwärts. Okay, ja, und ähm, für dich ist wichtig, dass du aus diesen Protokollen die wichtigsten Infos zusammengefasst bekommst. Ne? Schauen wir mal zur ähm, so Anzahl Fehlermeldungen zum Beispiel. Ja, wir, wir müssen da kommen, wir gar nicht drum herum. So, dann müssen wir uns jetzt erstmal einen Haufen Beispieldatensätze generieren. So, CD Documents, Web Projects, Make dir Compute Pattern Sample. Ja hallo Red -Looker. Schon was gemacht mit MongoDB? So. Hm, 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 hm. Am schnellsten geht es. Und deswegen mache ich das, dass wir das einfach direkt in JavaScript machen mit Node.js. Wobei ich jetzt hier nicht eine großartig fette Restoberfläche zusammenbasteln werde, sondern wo wir einfach schön mit C-Sharp das zusammenschreiben können. Ähm, dazu brauchen wir den mongodb node.js treiber, den wir erstmal installieren müssen mit npm install mongodb und save. ja, wie schon gesagt, ich benutze jetzt kein ähm, OR-Mapper, also Mongo, sondern ich tue also ganz normal jetzt dann mit der Datenbank hier kommunizieren. So danach brauche ich hier nur kurz mal meinen Pseudocode, dass ich mir hier einfach rauskopiere. Bam. Ja, habe ich jetzt von der Mongo-Seite kurz runter. So, das passt. MongoDB, Localhost 2.7, bla bla bla, haben wir. Kommen wir drauf. Assert brauche ich nicht. Ja, wir wollen jetzt hier kein, wie eine Art Unit-Test starten. Connection UL brauchen wir auch nicht. Können wir hier schöner aufrufen. Naja, Datenbankname, wie sollte der lauten? Äh, haben wir doch eigentlich. Äh, Livestream 2. So, create a new Mongo Client, Das passt. Schön ist für die C-Sharp-Devs, die es kennen, wie wir es mit C-Sharp gemacht haben. Jetzt könnt ihr das mal sehen, wie das mit Node.js aussieht. Ähm, es ist eigentlich sehr ähnlich, wie wir es aus C-Sharp kennen, nur alles etwas kompakter. So, wenn wir dann connected sind, ja, ich meine ja auch, dass die eigentlich mittlerweile, async await müsste da eigentlich mit unterstützt werden. Naja, egal. So, da haben wir eigentlich direkt die Datenbank. Da können wir dann drauf zugreifen. So, ich tue das immer noch mal schön ein bisschen clean-code-mäßig aufräumen. Ja, Variablen-Deklarationen immer am Anfang und Close am Schluss. Das passt schön. Ähm, das ist wie schon gesagt aus der Doku direkt raus. Es gibt noch mit Promise eine elegantere Lösung, wo man mit Async Await und so schöner mit ihr noch mal reden kann. Ja, weil ihr seht ja, wir machen einen Connect und da machst du hier einmal was und dann ist eigentlich schon wieder Closed. Das kriegst du noch mal schöner hin. Sehen wir uns aber alles extra an. Was wir jetzt wollen, ist die. Ach, das hängt so lose irgendwie ne. Da ja, mach es so. Ist jetzt das Generieren, ja? Unserer Fantasiedaten. Brauchen mal eine Liste von Städten? Ist ja auch blöd. Hm? Das ist, wenn man jetzt hier sporadisch einfach was reinbringt. Wir brauchen Städte, Kino, Film, unser Beispiel. Schaut unser Beispiel-Datensatz nochmal aus. Der war ja so. Location, Movie Title und wie viele Viewer da geguckt haben. Überleg nur, wie man das am besten generieren kann. Location ist aber eigentlich am Ende uninteressant. Ne? Wir müssen uns jetzt gar nicht 10.000 Städte einfallen lassen oder irgendwie sowas. Oder, nein, besser, du hast doch gesagt Logs. Mach mal es doch so, du hast dir das doch so gewünscht. Du hast mir das doch so gewünscht. Wie schaut denn dein Log aus? Beschreib ihn mir mal, mach wir mal, mal so ein Log. Also, einmal braucht man eine, eine harte for each Schleife. Ähm, hier, 10.000. Das wird bestimmt, alleine das Speichern wird schon bestimmt lange dauern. Und da wollen wir jetzt immer was reingenerieren. Und nach random Wert kommt ein Error dazu, oder? Was hast du gesagt? Mach mal einfach mal const data. Ja, also was hast du? Log level. Log. Level. Ich mache jetzt nur mal so. Ähm, sag mir, was für Werte ungefähr du drinne haben willst bei Log Level. Dann haben wir einen Timestamp. Jetzt haben wir noch? Und eine Message. Log Level haben wir also. Ähm, was hast du gesagt? Trace. Du nur mal so reinnotieren. Das ist noch kein Programmieren, ja. Trace, Debug und Error wolltest du. Timestamp, na gut, eine Zahl. Und dann. Äh, gut, Message muss ja eigentlich nichts drin stehen, oder? Ist das für dich wichtig? Du willst bestimmt doch auch jetzt nur mal die Anzahl von Errors haben, oder? Random String. Also soll ein bisschen Lore im drin sein. Mir geht es ums Prinzip. Ja, ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Um. Timestamp. So, ja. Und Jason ist Key-Value-basiert. Und jetzt lasse ich mir zu jedem Wert, machen wir mal, mal, get. Oh Gott, das wird wahnsinnig viel Energie da Get random log level. So, ich muss nur reinkommen, dann geht es schon. Get ja, gut, Timestamp kann man eigentlich direkt dann hier reinschreiben. Um, bababam, und Message get random. Aber was soll bei Message so großartig random sein? So, dich ähm, lassen wir mal generieren. Willst du nicht? So, dann haben wir hier Math Round und so weiter. Und zwar JavaScript Random 1, 2, 10. Das habe ich irgendwie... Frage ich das zum 300. Mal ab. Wenn du 1 bis 10 haben willst, ist es dieser Code. Uh, const random number und wenn unsere random number mm, if random number kleiner wie vier dann ein return was haben wir trace okay so, else if ist Random Number größer wie vier und Random Number kleiner wie acht, dann return error, oder? Und alles andere, was nicht so häufig vorkommt, ist da mal Debug. Bitte sag, ob das so passt, äh, ob du dir das so ungefähr auch vorstellst. Super. <lacht> oh. <lacht> Sehr schön. So. Das ist jetzt eine, eine Allergie. Ich habe tatsächlich viel Allergie. Das ist, ja, das ist ja super lieb. Ein Bier das ist für ja das mega. Sample. Vielen Dank. Ich wollte gerade unterbrechen, aber nach, dem, nach der super lieben Spende, danke dir, mache ich doch natürlich weiter. So. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wo bist denn du Bist du eigentlich dann in C-Sharp unterwegs oder? Glaube schon, gell, weil du ja mit mir mit Entity Framework geredet hast. Ich hoffe, dass das dann noch nachvollziehbar ist für dich, der Code. Ich meine, bis jetzt geht es ja darum: bring ähm, einfach Beispieldatensätze rein. Okay. Ähm. Ich überlege New Date. Machen wir einfach New Date. Ob uns das ausreicht? New Date alleine gibt uns ja eigentlich. Ich schaue nur gerade nach, ob für uns die Info ausreicht. Du willst ja bestimmt dann, wenn wir das jetzt 10 Minuten reinschreiben. Ja, du willst halt einfach ein Gesamtergebnis von allem, ne? Dem muss auch bewusst sein, also wir fragen das ja ab, dieses große Ergebnis. Nach deinen Bedingungen. Eigentlich geht das dann ultra schnell. Ich Mongo. Aber das. Ich zeige es dann, wie man es für zukünftige Sachen noch schneller machen kann mit diesen Compute-Pattern. Darum geht es ja. Sehr schön. Und get random message. Nichts schwieriger als das. So, dann kommst du runter. Wundert mich eigentlich, unterstützt er da das Generieren, aber diesmal schlägt das mir nicht vor. Achso, so, warte mal. Und zwar haben wir hier ein Refactor. Extract to function. Er will nicht. Er will nicht. Ist das nicht schlecht? Oh. Weil es kein TypeScript direkt ist. Äh, äh. Das wäre ja Lash. So. So. It's time to do something. Do also, wir tun hier uns nicht an Clean Code Variationen halten. So. Und da machen wir eigentlich dasselbe Spielchen, oder? Eigentlich Copy und Paste und überall bringen wir einen anderen Lorem-Text rein. Ähm. Ach so. Lorem ipsum kriegen wir eigentlich ganz schnell. Test HTML und zwar wenn ich im HTML mit Emmet arbeite. Lorem Tab und Zack kriege ich hier Lorem Text. Das Emmet äh, Feature ist in Visual Studio Code fest verbaut. Ja und äh, sagen wir mal bei einem Error, der ist nicht so gesprächig. Nochmal Lorem 4 äh, Wörter. Und ähm, beim Debuggen brauchen wir viele Infos. Lore 20 Wörter. Ja, da ist der Stack Trace halbherzig mit dabei. So, okay. Also. Seit lange nicht mehr so einen <laughs> mega hübschen Code geschrieben. Aber macht schon auch Spaß, ja. Einfach nur mal so ein bisschen reinhacken, hacken. So, also, was machen wir denn uh, mega unattraktives? Wir gehen 10.000 Mal durch. Ich meine, Schleifen sind ja die größten Performance-Killer ever. Das ist ja, warum wir eine Indizierung wollen bei der Datenbank, damit keine Schleifenvorgänge stattfinden. Anschließend wollen wir das Ganze speichern. DB ähm, Collection und meine Collection heißt... Logs, oder? Und oh dann ja, Insert. One. <laughs> Der hat jetzt ordentlich zu tun. Data. Das geile ist, ich muss nochmal nach dem Befehl gucken. Und zwar ähm, habe ich das in meinen Workshop unterlagen. Ist das Geile, die meisten Blogger, bei mir auch, ich habe mal einen ganz großen, erfolgreichen Blogger, Blog gehabt für, für die .NET-Welt. Aber es mittlerweile tierische, oh, äh, ist tierisch. Und und das Schöne ist, wenn du deine eigenen Unterlagen hast, du tust zwar dass die Sachen beibringen, aber du tust trotzdem immer wieder nachschlagen, weil das ist jetzt so ein Admin-Part, ja ähm, Folien und das ist das einzige neben Docker ein bisschen, wo ich auch für Administration was zeige, obwohl ich mehr aus der Dev-Welt komme. Und das können wir uns jetzt doch gleich mit anschauen. Weil MongoDB hat von Haus aus so geile Features, da kann SQL Server echt einstecken. So. muss ich da mal alles reduzieren und dann schauen wir uns das Thema Monitoring an. Und zwar. War das. Da, 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 da. Und zwar, das wollte ich. Nein, doch, Start. Das ist nämlich ein geiler Befehl. Du kannst nämlich mit Mongo Start, und dann gibt es halt den Portnorm mit, ähm, kannst du zur Livezeit sehen, wie auf deine Datenbank, wie viele Updates finden da statt, wie viele Queries und wie viel Speicher braucht der da aktuell und RAM und... Das ist halt schön zu sehen, ja. Und jetzt können wir dann das doch mal ausführen, während wir unsere Schleife laufen lassen und sehen dann bestimmt. Du, 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 du. Ähm, es ist nämlich so rein technisch. Oder was haben wir dann noch? Top ist auch interessant. Ah ja, genau, da kannst du zum Beispiel sehen, äh, die Ausführungszeiten von Collections. Welche Collection äh, braucht denn zum laufenden Betrieb am meisten Energie? Ist es beim Lesen? Ist es beim Schreiben? Und dann kannst du dementsprechend, wenn du siehst, oh fuck, guck mal, wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass die, diese Collection so stark, intensiv, permanent gelesen wird. Wir sollten uns überlegen, ob wir hier nicht äh, an bestimmten Stellen noch mehr Indizes setzen. Das ist halt das Geil. Gut, ähm, aber für mich finde ich das interessant, oder? Wir können noch Mongo Start einmal starten. Statt. Äh, Mongo Start war der Befehl. Ja, hallo, Blackcoin. Ich habe dich schon vermisst. So. Wir haben eigentlich schon alle wichtigen Patterns durch. <laughs> ja, das Ganze äh, kann man ja dann wieder nachträglich äh, morgen auf, auf, auf YouTube sehen. Ja, das wieder wichtig an alle, die hier neu dazugekommen sind und mir noch nicht folgen. Bitte folgt mir auf Twitch, dann verpasst ihr nichts mehr. Nur live macht es am meisten Spaß. Folgt mir auf Twitter oder eben auf YouTube. Danke. Ähm, ba, 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 ba. Hier sind wir doch schon drauf. Jetzt muss ich nur aus der Mongo Shell raus. Wobei bei der will ich noch bleiben. Docker PS Docker execute interaktive mit der Bäsche. und zwar Mongo start ja das reicht bam Naja, da muss ich noch mal schauen wir uns mal die Logs an zu deinem Logs Beispiel ach so und äh, das Otze hat sich gewünscht dass es gab so ein Pattern, das heißt es ist Compute-Pattern. Er möchte jetzt 10.000 Datensätze für einen Log und es dauert ein bisschen, bis man das abfragt. Zumindest ist es immer sehr, braucht viel CPU. Und dieses Pattern schauen wir uns einfach an, wie man das implementieren könnte. Weil man möchte einfach immer schnell ein Ergebnis haben. Sehr ähnlich vergleichbar, was man mit dem CQRS-Pattern zum Beispiel kennt. So, blöd, wenn der mal das wiederholt. Ne? Ich meine, klar, am Ende müsste man es halt wiederholen, aber naja, wird spannender, wenn wir da gleich ein bisschen mehr Action geben. Ich meine, es gibt auch noch einen Befehl, dass er ähm, in welchen Abständen er hier aktualisieren sollte. Eigentlich war es das schon. Braucht brauche die eigentlich nur ausführen. Mach mal's. Ich glaube, das war's. Wir haben nichts vergessen. Starten wir das gute Stück. Achso, ähm, Connect da unten rein. Doch, das muss klappen. Starten wir es. Es ist so, ihr kennt es, das, ja? Das ist, was, was könnte denn jetzt schief gehen? Also was habe ich vergessen? Nee, connected, jetzt da. So. Commands. Seht ihr? Macht immer ein Command, ein Command. Fünf Commands Ein Command. Oh, Insert, Insert. Schau links, 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 links. Das ist doch geil, oder? Und was haben wir hier? Netzwerk. Steigt auch. Nee, das ist immer. Was haben wir? Netzwerk Out. Retry. Megabyte. Flushes. Flushes ist übrigens, ja, weil vieles passiert jetzt natürlich in Memory. Und äh, Standard ist 300 Millisekunden. Ich müsste nochmal echt nachschauen. Und zwar, was ist, wenn euer Server der Steckdose gezogen wird? Der ist jetzt schon fertig. Der ist fertig. Seht ihr das? Wann 10.000 zu wenig? deprecation warning. Was? Ach so, insert one. Aber er hat es ja trotzdem noch gemacht. Du bist fertig. Doch, wir sind draußen, wir sind nicht mehr im Debug Modus. Mann, ging das schnell? Wir hätten ein paar Nuller dazu werfen sollen. Ich glaube, das war echt das war zu wenig. Wir brauchen 100.000 Datensätze. CD Logs. Ach, CD Logs. <laughs> Als wäre ich im Verzeichnis. So, db logs, um, find, bam. Ja, und dabei it more. Wir haben jetzt einen Select-Stern from gemacht und um, per Standard hast du so eine Art Paging dahinter. Also du kannst dir eigentlich nicht mit Absicht äh, oder aus Versehen äh, wehtun. Sagen wir hier, debug, debug, error, trace. Das reicht mir auch aus, ne? Trace, log level. So, und jetzt bist du dran. Was willst du denn für eine Auswertung haben? Oder sollen es noch mehr Datensätze sein? Ich glaube, 10.000 langweilen Mongo einfach enormst. Klatschen wir doch einfach noch mal eine Null dran. Ja. Ich meine, eigentlich ist das auch für Mongo langweilig. Aber das machen wir mal noch mal, mal 110.000 insgesamt, okay? Dabei kannst du dir schon mal überlegen, wie du, du was ausgewertet haben möchtest. Und jetzt habe ich mein ganzes Deprecate-Zeug nicht geändert, aber er macht es trotzdem noch. Vielleicht müssten wir hier wieder die Action sehen. Hm, Grübel. Ja, wie willst du es denn ausgewertet haben? der noch was? Das ist ziemlich ruhig. Nö, er macht ruhig. Jetzt Na Naja, weiß nicht, was da gerade war. Sag einfach, was du, was, was du möchtest und dann willst du wissen, wie viele Errors es gab. Uh, geht ja nur um die Technik an sich. Ja klar. Aber er tut noch Schreiben. Also jetzt tun wir mal richtig ordentlich was rein. Dabei kann ich euch ja in der Zwischenzeit uh, sagen, was eigentlich wirklich bei so einer fetten Masse an Daten, was man da eigentlich hernimmt. Ach, da habe ich ja wieder irgendwo Unterlagen von meinen Workshops. Und zwar MongoDB für Entwickler. Ja, also es, du kannst ja wirklich ganz schön dir Abfragen stellen für einfache Felder. Aber sobald es daran geht, dass du eigentlich genau sowas willst wie hier Big Data. Auswertungen, Reportings, Reports, so willst du willst Reports generieren. Ja, hier, lade, lade, lade mal. So, dann gibt es hier folgendes. So, da muss ich mich aber gerade auch nochmal reinsteigern, ja. Analyse. So, der tut im Hintergrund jetzt noch ordentlich meine Festplatte bombardieren. Ja, äh, da haben wir jetzt zum Beispiel, ja, wenn, das, das ist einfache Find-Kommando, wenn wir es benutzen würden. Ja, das heißt, euer Chef sagt jetzt, ich möchte eine Berechnung aus ein Dokumenten. Sagen wir mal, äh, äh, das OC hier, ähm, der Chef kommt und sagt, ey, ich brauche jetzt bitte von den Logs folgende Info. Dann tust du das in dein Find-Query irgendwie zusammenwürsteln. und jetzt tut halt die Datenbank die extrem große Datensätze liefern. Wir haben jetzt hier 100.000 Datensätze und dass der jetzt das alles bis zu uns rüber lädt und wir dann 1000 Dokumente haben auch noch hier mit einem Cursor arbeiten müssten. Ja, also mit Paging. Boah, das braucht brutal viel Energie in unserer Anwendung. Ja, also alle Dokumente in der Anwendung laden und berechnen verbraucht extreme Netzwerkkapazität. Und eure Anwendung verbraucht enorm viel Ressourcen. Okay. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem richtig coolen Ding. Ihr könnt nämlich serverseitig euch die Sachen berechnen lassen und das ist deutlich besser. Und genau das brauchst du aber auch bei so einer fetten Masse von Daten. Weil du sagst ja nicht jetzt einfach nur, gib mir nur mal alle Dokumente zurück mit einem Error aus dem Zeitpunkt, sondern du willst die ja auch nochmal. Ähm, wie in einem eigenen Dokument haben, ja. Also das irgendwie anders aufgebaut ist. Also ein, eine Art Report eben. Ähm, Projection ist eher, ähm, ich will bestimmte Felder nicht haben. Ja, das heißt, ich, äh, oder, oder du sagst halt in einer Projection auch, was für dich überhaupt an den Datensatz relevant ist. Das stimmt, aber du willst ja ein ganz anderes Ergebnis bekommen. Ja, zum Beispiel das Feld, sagen wir mal, so äh, Errors Count. Trace Count und was hatten wir noch? Du weißt, was ich meine. Ja, also wir wollen eigentlich einen eigenen Datentyp als Ergebnis zu deiner Abfrage. Und das, ja, sagt der Chef, möchte er von dir haben. Du sagst zum Beispiel jetzt so einen Datenbankseitigen Befehl. Wir machen jetzt sowas ähnliches wie story Procedures. Nur in Geil. <laughs> okay. So, der macht hier viel Action. Dann kommt optimiert nur dein. Datensatz, dein, dein Report-Datensatz, der auch äh, in der Regel deutlich äh, kleiner ist als 100.000 Daten. Und das ist natürlich viel besser. Ja, MongoDB kann serverseitig für euch aus unterschiedlichen Dokumenten ein Ergebnis berechnen und ein optimiertes Dokument liefern. Und jetzt geht es um unser Pattern. In unser Pattern geht es darum, dass diese Geschichte hier aber trotzdem nur zu bestimmten Bedingungen erfüllt, äh, ausgeführt wird. Und dieses Ergebnis, dieses optimierte Ergebnis speichern wir in einer eigenen Collection ab. Und wenn jetzt dein Chef kommt und sagt, er will ein Report sehen, holt er sich schon das fertig aufbereitete, optimierte Ergebnis. Und das ist halt natürlich äh, dann brutal schnell da. Okay? Ähm, und das ist eigentlich, was so eben hinter diesen Compute-Pattern steckt. Ja, durch bestimmten Bedingungen stößt du überhaupt diesen ganzen Vorgang an. Und wenn dein Chef immer sofort mal ein Ergebnis sehen will, und dem ist das vielleicht egal, ja, der braucht es nicht immer auf eine Sekunde genau sein Report, den ist es bewusst, der sagt, ey, ich will wissen, was einfach letzte Nacht war und nicht von der letzten Nacht bis jetzt, wo er auf den Knopf drückt, ja, das, das ist unbe nicht unbedingt immer notwendig. Und ähm, dafür ist dieses Compute Pattern halt einfach mega. So, Aggregation ist nämlich hier die Lösung, ja. Aggregate steht für das Zusammentragen von Daten. Und da steht It's Puzzle Time Friends. Und ganz ehrlich, ich muss mir jetzt nochmal kurz auch selber dran reinsteigern. Ähm, aber wir haben ja Zeit, dafür machen wir das. Es gibt allerdings unterschiedlichste Möglichkeiten der Aggregation, natürlich mit dem Cursor, ja, mit diesem Paging und dem Find-Kommando. Ich meine, das ist die leichtgewichtigste Abfrage, die wir haben bei Mongo. Ja, so wie wir das die ganze Zeit schon kennengelernt haben. Find, du gibst ihnen ein Dokument mit, das diesem Schema entsprechen muss und dann kriegst du die Ergebnisse zurück. Kein Problem. Haben wir aber schon gesehen, was schlecht dran ist. Ähm, vor allem, wenn wir es eben als eine Art Reporting wollen. dafür haben wir extra dann die Aggregate API. Da hast du ein Aggregat-Kommando. Ja, die ist genau richtig für so komplexe Abfragen. Ja, ähm, hat auch eine hohe Leistung, weil es Datenbankseitig mit nativen Befehlen sehr schön arbeiten kann und du kriegst auch wirklich schnell deine Ergebnisse. Aber wenn du wirklich ganz intensiv komplexe Abfragen hast, also wo wirklich noch mal eine Logik dazwischen ausgeführt werden sollte und zwar von dir, sagen wir mal, du kannst dann, das ist hier MapReduce, du kannst ihn wirklich das ist eigentlich so ein wirkliches Stored Procedure, ja, du kannst ihn wirklich JavaScript Code ins Backend geben und es wird da richtig executed. Und das äh, hat eine extrem hohe Leistung. Also da reden wir wirklich davon, dass du eine Auswertung brauchst von Terabyte von Daten. Da ist das ultimativ mächtig. Allerdings hat das schon auch Nachteile. Ja, sagen wir mal, du nimmst MongoDB mit C-Sharp. Da gibt es keine Tricks. Du musst den irgendwie einen JavaScript-Code dann ins Backend geben, wenn das der Bedarf wäre. Ähm, Debuggen ist nicht möglich. Ja, also du kannst nur mit Tooling und bestimmten Tricks dir mal Zwischenstände, Ergebnisse ausliefern. Das war's. Das ist halt ja, ein bisschen unglücklich daran. Das ist halt ein sehr, sehr mächtiges Feature, was man aber nicht unbedingt als gängig benötigt. Ja, ähm, Aggregation Framework. Im Prinzip nutzt man das so, wie wir es hier unten sehen. Ja, db Collection -name Aggregate. Und dann gibst du ihn schrittweise mit, was er machen soll, und zwar eben in einer Pipeline. Ja, man sagt eine Pipeline aus Operationen. Und jede Pipe erzeugt ein eigenes Dokument als Ergebnis und ist ebenfalls Cursor basiert. Unterstützt eine Vielzahl an Operatoren, basiert auf einer Pipeline-Architektur. Genau, wichtig, MongoDB ist per Standard auf 100 Megabyte Rahmen eingeschränkt. Ja, Also da geht es jetzt, würde ich jetzt. Mit dir einen Datensatz anlegen, was mehr Rahmen bräuchte. Ich. So viel Rahmen hat meine lokale Maschine hier nicht mal. Äh, dann hätte man ein Problem. Für richtig große Datensätze die Option Allow Disk Use of True setzen. Das ist wieder so ein Admin-Aspekt. Der Datensatz für das Ergebnis ist auf 16 MB beschränkt. Ja, Also ein Dokument mit seinen Kinderdokumenten und so weiter, das Gesamtpaket, es darf nur maximal 16 MB bei Mongo sein. Ansonsten soll man sich überlegen, wie man das äh, nochmal aufsplitten könnte. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Standard der Datenbank beizubringen, dass sie nicht einhalten sollte. Wenn man aber nochmal auf deren Website die Details dazu liest, warum sie das, auf, wie sie auf 16 MB kommen, äh, ist das schon eine, äh, ein wahnsinnig gutes Argument. So, wie läuft denn diese Pipeline-Operation? Ja, du startest also irgendeinen Operator, wie zum Beispiel sagen wir äh, summieren oder Count, ja, du willst was zusammenzählen, wie viele Error-Meldungen oder sowas. Ja, daraus willst du ein neues Dokument erzeugen. Danach machst du nochmal ein Sum und Count aus diesem Dokument, ja, und dann kriegst du wieder ein Zwischen und und und. Und so kannst du halt häppchenweise am Schluss, bis du am Ende dein Reporting-Dokument hast. Ganze ausführen. Das sind so ein Auszug aus unseren Operator-Möglichkeiten. Dollar-Match. Ja, Match ist ähm, wie, analog wie der Feindbefehl. Also da sagst du wirklich die Bedingungen, was du willst. Project, da, da kannst du wieder sagen, das ist wie Projection. Ähm, nur welche Felder interessieren dich überhaupt. Dann kannst du irgendwas sortieren lassen, skip, limitieren, gruppiert nach einem oder mehreren Feldern. Ich glaube, das könnte bei uns interessant sein, was wir wollen. Wenn du wissen willst, wie viele Errors haben wir denn? Und wie viele Debugs? Und wie viele, was hat man noch? Infos. Ich glaube, da können wir gut mitarbeiten. Also, wie schon gesagt, das ist ein Auszug von diesen Operatoren. Wie das so im Einsatz ist, kann man sich hier mal anschauen. Ja, siehst du, all count und summieren. Das ist das neue Dokument, was dann entsteht. Als ID gibst du als Schlüsselwert, nimmt man immer so all oder sowas her im Prinzip. Ähm, Können es aber auch weglassen. Dann kriegen wir nur ein Dokument zurück, wo wir ein Feld haben mit count und er summiert es mit 1. Aber auf was bezogen? Das müssen wir ihm noch beibringen. Ja, eine ID muss immer mitgegeben werden. Stimmt, genau. Häufig wird hier bei einem Platzhalter mit All verwendet. Für das Gruppieren nach einem bestimmten Feld muss das der Feldname genau, der Feldname mit Dollarzeichen angegeben werden. Ja, sum Ja Ja äh, Eine Regel hier bei der Count vom Feindkommando sinnvoller. Es wurde hier lediglich die Veranschaulichung der Funktionalität gezeigt. Durchschnitt ermitteln, das ist halt auch total geil und zwar der average operator sucht den durchschnittswert von einem dokumentenfeld ähnliche operator wie dollar min und max das halt das habe ich so gefeiert dass das hier nativ in mongo drin ist ich habe mich so geärgert weil bei unserem crawler lösung was wir mal gebaut hatten hatten wir tatsächlich selber alles eine eigene durchschnittslogik gebaut zu allen infos die gesammelt wurden ey und das war wirklich mega mega ressourcenintensiv ja, wenn du sowas selber bauen musst, dass von deiner Datenbank die Daten ein Durchschnitt ermittelt wird, haust dir ja dein Speicher voll und alles. Und die Datenbank mit ihren nativen Befehlen können dann nochmal viel eleganter streambasiert arbeiten und schneller aufräumen und machen und und und. So, ich will jetzt eigentlich gar nicht alle Kommandos äh, durchgehen. Ich glaube, dieses Group ist genau richtig für uns, ja. Weil da kann man sagen, Arrow Count, ja, gehen wir mal eins zurück. Arrow Count. Um, sum. dann muss man es halt daraufhin äh, summieren. Ich muss jetzt da auch selber noch mich reinsteigern. Cities add to set, dann kommen die Städte rein. Das brauchen wir aber so nicht. Aber dafür lasse ich mir auch helfen mit einem Tool, das uns diese Abfrage gleich generiert. Er ist in der Zwischenzeit Gott sei Dank schon fertig. Ja. So, jetzt haben wir aber ordentlich was drin. Ja, wir haben 110.000 Datensätze. So, schauen wir mal, ob ich Clicky Bunti mit meinem Tool schön hinkriege. Da muss ich mich nicht so arg einstressen. Und zwar heißt mein Tool äh, Studio... 3T Studio 3T. Ja, äh, da habe ich eine Lizenz gespendet bekommen von denen. Ähm, was mich wundert, dass es eigentlich noch nicht abgelaufen ist. War nämlich nur beschränkt auf ein Jahr. Und äh, genau, das war mal RoboMongo, richtig. Und es gibt von RoboMongo, es gibt äh, Robo3T, also das ist die kostenlose Version. Ich glaube, die habe ich auch noch. Robo3T, genau. Ja. Ich ähm, weiß nicht, hier gibt es nur kein Dark Theme Und es ist halt deutlich leichtgewichtiger. Ja, du kannst halt einfach grafisch ein bisschen rumspielen, ein paar Befehle ausführen. Ist auch ganz cool. Aber äh, für, für Business und Enterprise, ja, also für, für die mit... Wo es richtig abgeht. Gibt es halt hier die, die Special Super Mega Edition. Schauen wir mal, ob sie mir was bringt. So, verbinden wir uns doch mal Localhost. Und dann haben wir hier Livestream 2 und dann haben wir hier die Logs. Und ich sag dir ehrlich, ich habe das voll lang nicht mehr benutzt. Das heißt, wir spielen einfach mal gemeinsam jetzt damit rum. Ja, hier zeigt ihr mir meine Datensätze. Und jetzt will ich aber hier ein Aggregat machen. Ja, da gibt es also hier. Ein Knöpfle. Wenn ich ein bisschen kurz gespielt habe, dann komme ich wieder rein. Ich glaube, ihr kennt es, oder? Wenn ihr mal Programme nicht so regelmäßig benutzt. Genau, also jetzt haben wir eine Pipeline und jetzt können wir nämlich bestimmen, was wir wollen. Ähm, genau, erstmal Stage, ne? Das ist ein, ein Part der Pipe, der durchlaufen soll. Und zwar befinden wir uns bei Logs. Das ist doch schon mal ganz cool. Nutze auch Studio 3T. Ja, Hammer. Vielleicht kannst du sogar sagen, falls ich mich zu blöd anstelle. Ähm, warte ganz kurz. Ich muss gerade. Ähm, schauen, ob das wir es sogar noch einfacher haben. Hm. Ah, dachte ich mir nämlich. Es gibt nämlich auch den direkten Dollar-Count-Befehl. Schau nur gerade noch mal nach, wie man ihn richtig nutzt. Ähm Eigentlich sagst du nur, welches Feld du haben willst. Eigentlich bräuchte ich fast gar keinen Code, aber egal. Machen wir es, machen wir hier mal. Schauen wir mal, ob ein Clicky Bunti mir dabei hilft. So, at new stage. So, ich will kein Match, wir wollen alle. Und dann haben wir hier doch einen Count. Zeig mir Dollar Count an. Yo baby. Yo. Name of Output Field. So, wie will er das haben? So, jetzt fühle ich mich schon wie ein Depp. Achso, wie soll das Output Field heißen? Errors Count. Irgendwie so, oder? Ich muss doch das richtig schreiben. Ah, doch. Hier so Errors Count. Er muss jetzt nur wissen, welches Feld er aber hochziehen soll. So, query ähm, code. Okay, jetzt sieht man mal, was er da. Das ist richtig. Dollar Count ist richtig, aber das ist auf kein Feld bezogen, was mich gerade noch wundert. <laughs> Upsala. Ah. Ich äh, schaue nur gerade durch die offizielle Doku. Und die sagt zum Beispiel folgendes. Wir können ja das mal so durchgehen. So, a collection named scores. Has the following documents. Ja, hier haben wir Scores, bla bla bla. Ah ja, gut, der summiert das oder was größer ist. Okay, er hat zumindest so eine Bedingung. Er sagt: Gebe mir alle Dokumente wo das Feldscore größer als 80 ist, ja, die kommen diesen Pipe weiter. Was ich mich nur gerade überlege, Dollar count Woher weißt du jetzt? Ach so, jetzt check ich's. Ja, ja, okay. Weil durch diese Bedingung, die Dokumente, die zurückkommen, das ist für ihn Dollar count Dann ist Dollar count doch nicht für uns das Richtige, weil wir wollen ja nicht 110.000 zählen. Ja, wir wollen ja alle 110.000 durch und wissen, wie viele davon haben Error. Dann brauchen wir doch das hier wieder. Gruppieren. Und projektieren. Ja. Ja. The dollar count stage is equivalent to the following group and project sequence. Aber ich glaube, wir haben gerade schon gesehen, was eigentlich die Nachteile wären. Gut, dann äh, stopp, zurückspulen. Ähm, ich will dich nicht mehr. Es war schön mit dir, aber... Wir Und jetzt, hilf mir, hilf mir. Hast du doch so schön gemacht. Äh, ja. Super, oder? Normalerweise gibt es hier immer super Platzhalter äh, rein und alles. Okay allowed use faults Siehst du, kannst du gar hier per Programmcode ändern, dass er mehr Rahmspeicher nutzen kann. Bei einem Query. So, Group ID 0. Ja, ich kenne das mit na, äh, all. Und hier haben sie 0 gemacht. Jetzt machen wir einfach mal Copy-Paste. Scheiße, was habe ich kopiert? Part? Äh, <laughs> ja, doch, da drin. Und zwar kriegst du ein Ich kann ihn nicht verändern. Muss ich ihn nicht dann die Klammern geben? Das ist das Blöde. Der hat mir diesmal null geholfen, ja. Ich müsste eigentlich die Stage killen. Die neu hinzufügen. Und dann sagen, dass du Group bist. Und dann hilft er mir wieder ordentlich. Jetzt, Siehst du, fällt. Und so weiter. So. Und Feld, haben wir gesagt, ist hier null. Also wir machen das jetzt mal wie in der Doku, ja. Ähm, witzigerweise, wenn du dein Dokument ja später wieder abspeicherst, brauchst du ja auch wieder eine ID, ne? Aber ist jetzt mal egal. Ähm, MyCount. So, aber... Jetzt haben wir wieder das Problem, der zählt halt auch wieder alles hoch, die dieses Feld haben. Hm. Bei Dollar Sum heißt, addiere immer, der zählt einfach hoch. Und der iteriert hier auch nur wieder durch. Aber wir brauchen ein Dollar-Match vorher. Nur frage ich mich dann, wofür wir unser Gruppieren haben. Hm, 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 hm. Ich muss langsam mal ins Bett. Vielen Dank schon mal und nochmal viel Spaß. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Oh, es ist schon 11 Uhr. Ähm, wir machen eh nur noch das eine Beispiel durch und äh, ich denke, dann haben wir echt schon wahnsinnig viel wieder gemacht. Ich muss gerade selber nur wieder reinkommen. Ähm und mega, dass du dabei warst. wir gleich auch nur ein besseres Beispiel jetzt hier noch mal das ist nicht eigentlich sogar genau da bin ich direkt mal bei der group gesagt er das hier und dann kriege ich das aufgeteilt preis ist doch gut was haben wir hier ich brauche irgendwie mehr beispiele was habt ihr denn noch alles Total, Sales, bla bla bla, Number, Quantity, Preis. Hier sind zwei unterschiedliche Sachen, die berechnet werden. Das schaut doch cool aus. Group, genau, da haben wir nämlich äh, das Feld und das Feld. Hm. TB. Eigentlich müsste das doch auch gehen, oder? <laughs> Find. Ich will das nur mal ausprobieren. Log Level. Mit Error. Aber es ist jetzt, wie wir schon gelernt haben, nicht das schnellste dann. Ich will nur mal gucken. Eigentlich müsste er doch hier. Und dann Habt ihr das gesehen? Wie schnell der das sagt. Er sagt, dass wir 33.000 33 Datensätze mit Error haben. Also eigentlich will ich nur das da. Wie viele Errors haben wir? Wie viele... Was haben wir noch alles gehabt? Ähm, Trace und Debug. Boah, da muss es ja viel mehr Debugs geben oder was? Tatsächlich. Okay. <laughs> und das will ich so aufbereitet. Ich will ein neues Dokument haben, der sagt Error Count, dann die Zahl, Trace Count, die Zahl und Debug Count, die Zahl. Aber das ging jetzt halt brutal schnell, ja? 100.000 Datensätze. Wenn du das vorstellst, du würdest selber so, sowas iterieren. Das braucht schon ein bisschen länger. <laughs> Dabei läuft noch nicht mal dein Index drüber. Ich bin jetzt gerade echt zu so blöd, in den Beispielen zu erkennen, das was wir wollen. Vielleicht ist Dollar Sum. Hier summiert er ja immer jedes Dokument durch, was hochkommt. Mensch, ich will doch nur wissen, wie summiere ich hoch? wie viel es von dir gibt. Ähm, vielleicht gibt es noch mal weitere Beispiele, die das noch besser zeigen, was ich will. Äh, <laughs> Total Sales Mount. Das schaut doch gut aus, oder? Was haben wir hier? Titles. Und wer hat wie viele Bücher? Das ist doch cool. ID Autor. Okay, seht ihr seht ja, dass der, der gibt, pro Autor gibt es ein eigenes Dokument, wo dann diese Werte drin stecken würden. Ich hätte aber gern alles in einem. Sagen wir hier 10 Kopien. Uh, MongoDB, um, aggregate, get count of used um, field with field value, so well, uh, records count, schauen wir mal, distinct uh, counting distinct fields, schauen wir mal, ob ich da irgendwas mal so fertig finde. Der Match, das heißt, er hat eine Bedingung. Die machen immer Bedingungen vorher und gruppieren dann. Genau. Feld 1 und 2, und wie viel sind durchgekommen? Er hat aber gruppiert und gruppiert. So, Match Group Count. Total Count. Wir müssen immer matchen. Aber das, geht, das ging doch schon anders. Number of Records. Ah, was das Problem wahrscheinlich ist. Weil du genau für sowas dann Map Reduce brauchst wahrscheinlich. Wo du bei MapReduce sagst hier... Map das raus, reduziere das, was ich nur will. Nein, dein Beispiel ist überhaupt nicht schlecht. Ich bin nur gerade voll nicht mit dem Kopf an der richtigen Stelle. Das ist eigentlich nur mein Problem. Ist gerade nur ein Denkfehler meinerseits, weil ich Jetzt länger schon nichts mehr mit der Aggregate API gemacht habe und ich brauche immer noch mal ein kleines bisschen, bis ich reinkomme. Aber wenn ich das gleich hier nochmal mal sehe. Aber du verstehst, was mein Problem ist, oder? Bis jetzt kriege ich einfach immer nur die Anzahl hier mit SAM überreicht an Dokumenten, die ich vorher kriege. Und so wie das hier ist, gibt es kein Match. Also in dem Sinn ist das wie ein Select Stern from. Ja, es sagt schon, find count. This is the same as collection find count. Das halt, ja, genau, und das ist ja mein Problem. Das will ich ja nicht. Nicht für. Ich will das an mir. Der sagt, gib mir aus dem Vordokument, da gibt es ein Feld, das heißt Name. Das mappen wir mal in ein neues Property, das heißt auch Name. Count mir das hoch, das ist eigentlich dasselbe. Ähm, Dollar Sort. Nach Name, Vorname. Distinct. Gib mir mal alle, was in E-Mails drin ist, einzigartig zurück, auch wenn es hier 15.000 gibt. Puh. So, ich bin zu blöd dazu, dass ich das anders auf die Reihe kriege. Ich werde. Man kann mit Feind arbeiten oder wir machen das. Machen wir das hier. Weil der hilft mir jetzt hier eigentlich auch nicht wirklich weiter. Das Schöne ist aber, du kannst sehen, äh, wo hier ein Zwischenschritt wäre. Schauen wir jetzt mal draufklicke. Sagt der MyCount sind 110.000. Gut, mehr ist ja dann in unserem Code gar nicht drin. Jetzt kannst du natürlich in die Pipe noch was hinzufügen. Ein Match. Ja, kannst du dir sagen. Ähm, wie ist unser Objekttitel? Level, genau. Log Level gleich Error. Ja, das kommt jetzt in unserer Pipe, muss das da vorkommen. Okay. Und das ist halt das Schöne jetzt an dem Tool eigentlich dann schon. Also du siehst es halt hier klickibunti. Ja, also du tust erstmal deine Bedingung mitgeben. Oh, ist das noch. Mit Kommentar. So. Ja, gebt mir mal alle nur mit Error und das zähle hier hoch. Mit und, und das Feld heißt MyCount. Und dann könntest halt du natürlich sagen, statt MyCount könntest du sagen äh, ErrorCount. Und dann habe ich eigentlich das Ergebnis: äh, ähm, ja, es gibt also 33.000 ErrorCount. Message. Was ich aber jetzt wollte, und deswegen habe ich mich so aufgehalten, ich wollte ja nicht nur Error Count, sondern ich wollte dann Debug Count und das andere alles jetzt auch in diesem einen Dokument haben. Das muss auch gehen. Ich bin nur gerade irgendwie zu doof dafür, das nochmal auf die Reihe zu kriegen. Ähm, oder ich bin nicht zu so doof, und genau für den Fall wäre mir MapReduce -Map dann das Interessante gewesen. Und ich glaube eher, dass es das dann war. Aber MapReduce braucht man uns jetzt nicht auch nochmal neu anschauen. Ich mache jetzt einfach mal, was vielleicht nicht so schön ist. Ich rufe jetzt dreimal einfach die Aggregation API auf und bastel das zusammen. Warte, das kann jetzt zyklisch ausgeführt werden und in ein Dokument gespeichert werden. Ja, genau. Also das ist jetzt mein neues Dokument in dem Fall. Das könnte ich jetzt eben nochmal abspeichern. Ja, das sagen wir mal, das ist mein, 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 mein Report. Das Ergebnis von meinem Report. Da kannst natürlich noch Datum und alles oben irgendwie dazu batzen bei diesem Group Ding. Ähm, Report Collection. <laughs> Schaut jetzt aus, ne? Also das ist die Report Collection und das ist das, wo dann dein Chef eigentlich drauf zugreift. Und dadurch, dass dieser kleine Datensatz, der hier schon fertig aufbereitet ist, den kriegt er halt ultra schnell. Den kriegt er ultra schnell da raus. Und deswegen hast du eine hohe Geschwindigkeit. Und sagen wir nicht nur dein Chef, sondern sagen wir auch deine 100.000 Web-User, äh, Web die das irgendwie lesen wollen, die kriegen halt das Ergebnis super schnell, weil die nicht erst diese komplexe Logik von da oben ausführen müssen. Das machst du dann programmgesteuert, wann du es für richtig hältst. Im Hintergrund. Und zwar vielleicht immer, wenn sich ein Datensatz geändert hat oder was hinzugefügt wurde, oder stündlich einmal. Ja, es gibt unterschiedliche Dinge, wo du dir das einfallen lassen kannst, dass das generiert wird. Einmal in der Nacht um 12 Uhr. Mitternacht soll alles mal analysiert werden. Aber du siehst, ja, wir haben jetzt 100.000 Datensätze. im Mongo langweilt sich hier total. Wobei ich mir vorstellen könnte, ja, wenn 100.000, äh, 10.000 Leute da deinen Server ständig mit dem Befehl da oben bombardieren. Und in der Zwischenzeit, das darf man nicht vergessen, ändern sich ja die Datensätze dazu ja auch noch. Ich glaube, dann kann man schon langsam was spüren. Aber das ist das Compute Pattern. <laughs> ja. ja, tut mir leid, jetzt habe ich da ein bisschen. Äh der Improvisierung und so hat das ein bisschen gebremst. Ähm, ich glaube, dafür ist genau MapReduce super, aber das ist wie schon gesagt nochmal ein komplett eigenes Thema. Und wer da trotzdem noch dran interessiert ist, wie das komplett umzusetzen ist, ja, ich äh, glaube, dafür ist das Discord doch ganz cool. Da einfach mal beitreten und dann kann man da ja auch nochmal locker schreiben. Ey, ich würde gerne das Beispiel sehen oder machen wir was zusammen. Und dann können wir das auch machen. Oh, ich sehe tatsächlich, sind welche hier aktiv. Gerade geöffnet. Ziemlich cool. Ziemlich cool. So. Hat noch jemand Fragen? Oder was, was ist dein Gefühl, das Otze? Was, was sagst du dazu? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr geballert, indem ich jetzt selber nochmal so viel nachdenken musste. Aber Aggregate API ist geil, macht auch wirklich Spaß, aber ist auch wieder vergleichbar mit regulären Ausdrücken. Naja gut, die machen aber auch nicht wirklich Spaß. Aber wenn man da längere Zeit jetzt nichts geschrieben hat und dann arbeitet sich wieder rein, dann geht es ja wieder. Aber wenn du dann wieder nichts geschrieben hast, musst du dich wieder so reindenken. Genau das habe ich jetzt. Ich schaut es bei euch aus? Hat noch jemand Fragen? Anregungen? Was sagt ihr dazu? Ja, okay. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Ansonsten, während noch, ich bin jetzt noch sicher eine Stunde wach oder so. Kommt auf Discord, da können wir noch mal ein bisschen weiter texten. Ich glaube, Voice geht auch. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ähm, da können wir gerne noch mal über das Beispiel weiter drüber springen. Ich denke, ansonsten äh, ist nichts mehr da. Ja? Ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick verschaffen, wie so die andere Seite der Macht aussieht mit der NoSQL-Welt. Was das für ein Umdenken ist zum Vergleich der Relationellen Datenbank. Denke, wie man halt sonst immer rangegangen ist. Und ich kann euch echt nur empfehlen, zieht das mal knallhart durch. Mit diesen Konzepten wirklich mal ein Proof of Concept machen. Ihr werdet merken, ihr seid deutlich produktiver wie mit Entity Framework und SQL Server und ihr habt ganz andere ähm, Vorzüge. Okay, es war mir ein Riesenfest mit euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns wieder. Wir sehen uns dann wieder bis zum... Nächsten Stream. Viel Spaß mit MongoDB. Ciao.